Wo war denn ich? Denke ich zumindest. Oh, bei mir steht sogar da, Graf Leon. Graf Ehrenfried von Zebra, noch. König von Lothringen. Ja, das müsste meins sein. Klicke auf die Karte, um meinen Charakter auszuwählen. Hä? Ich habe aber doch schon einen angeklickt. Ich habe wenig Ritter. 2 hours later. Macht ihr jetzt endlich mal die Pause weg? Ja. Danke. Bei mir passiert halt einfach gar nichts. Ich habe nur kleine Kinder vom Alter von 2 Jahren und versuche mich mit meinen eigenen Leuten anzufreunden, die mich alle hassen im Rat. Dann lehne ich's ab, Ben. Reif, überlege, muss ich das vorgeschlagene Verlöben des Handy von Siemag nicht für ein... Warte mal. Ach, ich habe meinen Ratsmarschall, wollte ich verheiraten. Und deine Tochter. Warum legst du denn meinen Ratsmarschall ab? Das finde ich jetzt aber frech. Ja, Forderung erzwingen. Dann kannst du dann auch mal eine Forderung stellen. Du hast ja gesagt, du warst das nicht. Ich habe gesagt, wenn, dann war ich das letzte Mal schon. Ja, letzte Mal. Okay, jetzt kriege ich die ganzen Sachen. Moment, ich werde überfallen. Hey, 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 hey! So haben wir nicht gewettet. Habt ihr schon mal geguckt, wie mein Reich jetzt heißt? Conny nicht. Oh, ich hab schon wieder ein Kind. Oh, ich hätte Truppen schicken sollen. Alter, die wirft ja auch. Ey. Ich hab Ruhm verloren. Ich hab schon 4 Kinder und alle sind super klein. Hier geblieben. Außer meine Tochter. Dann nützt es ja nichts, wenn ich die... Moment, ich werde ja gar nicht überfallen. Bin doch gar nicht ich. Warum wurde mir gesagt, ich werde überfallen? Nur unser gesamtes Reich wird überfallen. Ach, scheiß drauf. Für Ehre! Unser Ritter wurde verwundet. Ach, komm schon. 10 Sekunden in der Schlacht, der Ritter wurde verwundet. Läuft. Ich krieg die Krise. Niedrige Gemeindekontrolle... Ach so, ja. Hier, Gemeindekontrolle Antwerpen. Go for it. Nicht galant. Wird überfallen, als ob. Hör auf, mir Quatsch zu erzählen. Du bist galant. Das gibt ordentliche Boni, galant zu sein. Kriegsführung 2, Kampfgeschick 4, monatlich befähigt 20%, Anziehung Meinung plus 20. Und du kannst jede Menge Ritter dadurch haben. Wenn ich es nicht. Ich habe fast keine Ritter, weil ich keinen Ruhm habe, um sie an den Hof zu rufen. Dann musst du Jagden veranstalten oder Festmäler. Dafür habe ich kein Geld. Okay. Dann wird's schwierig. Ich sag doch, es funktioniert momentan irgendwie relativ wenig hier bei mir. Erstmal eine Jagd. Jetzt habe ich genug Geld fürs Festmahl. Gut, dann machen wir jetzt ein Festmahl. Festmahl ist aber teurer als eine Jagd. Ja, aber Jagd habe ich letztens schon gemacht. Ich darf jetzt erstmal nicht mehr. Jagdtrophäe, Meinung von mir. Wer ist das? Henry, Ratsmarschall von euch. Das ist ein Festmahl. Mhm. Weil ich Hunger habe, lade ich alle zum Festmahl ein. Ich kann einen Tierschädel als Krone benutzen. Nee, mach ich mal nicht. Ein geselliges Beisammensein, die Stimmung ist... Mich hast du nicht eingeladen, finde ich aber jetzt frech. Mich konnte gar nicht auswählen, wen ich einladen. Mich hast du nicht eingeladen, finde ich frech. Ich will auch eingeladen Wein werden. Ist schlecht. Sei doch froh, dass du nicht da bist. Ich trinke eh keinen Alkohol. Dann schmier, egal. Bist du im Mittelalter? Natürlich trinkst du Alkohol. Nee, ich trinke kein Alkohol. Oh. Ich trinke kein Alkohol. Ich hab nicht genug Geld, um Wein zu holen und nicht genug... Moment. Dann verlierst einfach, glaube ich, ein bisschen Ruhm, oder? Ja. Wenn du nicht genug hast. Toll, dabei habe ich das gemacht, um Ruhm zu kriegen. Du kriegst trotzdem noch Ruhm raus. Du kriegst nur weniger Gesamt raus. Hi, Xan. Hallo, Xan. Zu meiner intensiven Gespräch. Schreib mich nach meiner Meinung. Die ist echt nicht hübsch. Was habe ich mir da ausgesucht? Und mit dem Krieg machen? Der ist 17. Der hat aber Verbündete. Moment. Wenn ich jetzt was Bestimmtes anklicke, dann komme ich einer Freundschaft mit meiner eigenen Gemahlin näher. Das finde ich schon wieder super. Moment, ich bekomme dann Anspannung, weil ich rachsüchtig bin. Warum bin ich denn rachsüchtig auf sie? Das ist dein Charakter. Du bist nicht auf sie rachsüchtig, du bist generell rachsüchtig. Und der hat dir mal irgendwas angetan. Und du willst Rache an ihr haben. Ja, aber ich würde gerne mal wissen, was. Das ist dann schon eine Weile her. Du kannst, wenn du rachsüchtig bist, glaube ich, generell schlecht verzeihen oder Vergebungsaktionen machen. Das geht einfach nicht. Jetzt habe ich zu lange gebraucht.
Ja, dann sollen wir vielleicht noch auf zwei Stellen der Geschwindigkeit. Kann ich nur nicht. Kann nur Felix. Also müssen sich nicht lieben, nicht mehr mögen. Ja, wir sind im Mittelalter, ist ja schon richtig. Felix, hast du gehört? Was? Stell mal eine Geschwindigkeit langsamer. Dankeschön. Dann hat man ein bisschen mehr Zeit, auf die Sachen zu reagieren. Okay, Moment, war das jetzt ein Bug oder ist das so? Was? Ich habe jetzt viermal hintereinander bis zum nächsten Mal anklicken können und habe jetzt plötzlich einen Ruhmgewinn von 600. Das klingt ja verbuggt, ehrlich gesagt. Anstatt den 150, die man normalerweise wahrscheinlich kriegt. Oder? Ja, man kriegt eigentlich nur einmal 150 für ein Festmahl. Ja, siehst du, von wegen, du hast keine Ruhm, um Leute anzuwerben. Jetzt habe ich halt einfach mal 707 Ruhm. Ja. Jo, läuft bei mir, würde ich mal sagen. Ritter einladen. Ja, Ritter dann einladen. Ich habe kein Geld, ne? Du musst ja dann auch Geld haben. Nee, Ritter brauchst du. Nee. Also nur wenig irgendwie. Du brauchst so wie 10 bis 20 für einen Ritter anwerben. Ich habe 27. Ja, aber du brauchst keinen Unterhalt für die. Du musst die bloß anwerben. Na gut, okay, dann holen wir mal ein paar mehr. Und ich glaube, die kannst. Also Ritter, auch wenn die nicht so super gut sind, dann kosten die super wenig. Dann kosten die 3-4 Gold. Bringt immer noch. Steht aber in den kommenden Monaten immer noch mehr. Mindestens 3 fähige Männer mit 12 oder mehr Kampf geschickt. Nicht, dass ja, ich die holen kann. 12 ist nicht so gut. Und die bleiben auch eine Weile an deinem Hof. Du hast ein bisschen Zeit. Okay. Ich weiß nicht, wie viel Goldeinnahmen du hast. 1,1. Ist nicht so viel. Ich verdiene ja nichts, weil mein Papst nichts, mein Bischof nichts einnimmt. Nimmt der gar nichts ein? Nee. Oder ist er nur nicht dir wohlgesonnen? Nein, er nimmt nichts ein. Ich habe ihn extra versucht, nett zu machen, damit er einnimmt. Dann habe ich gesehen, er nimmt nichts ein. Das ist natürlich bitter dann. Noch. Okay, was haben wir jetzt hier? Historische Generäle. Mir fehlt irgendwie, glaube ich, das Problem, dass ich mit meiner Frau kaum Kinder krieg. Und ich glaube, ich durfte die auch nicht. Genau, ich durfte sie nicht verführen, ne? Ja, genau, weil. Feige mag sadistisch nicht. Ja, genau, da war sowas. Ich muss die mal beeinflussen hier, glaube ich. Schreibt euch auf was Feiglamsee. Damit die mich mag. Ich lese gleich. Ich muss die mal beeinflussen, damit die mich mag. So, wir haben mich schon erstmal ausgedehnt hier. Eins haben wir uns ausgedehnt. Ich will aber eigentlich jetzt. Wie jung bin ich? Ich bin 27. Da könnte ich ja schon noch einen Krieg führen. Nee, nicht der da, der da. Kosten 100 Ehre, ist unsere unterlegen. 494. Alle Armeen ausheben. Verbündeten rufen. Kommen Sie ran, junger Mann. Wie viele Stunden Crusader Kings hast du jetzt? Ich? Ja. Ich glaube knapp 40 oder sowas. Warum? Ja. Maxan meint, er hat nur 80 und du hast wahrscheinlich mehr als er. Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht mehr weitergespielt. Toll. Jetzt habe ich eine Grafschaft des Anrecht drauf erworben und brauche dafür aber 96 Gold Bestechung und habe nur 33. Ach so, ja, das hätte ich dir vielleicht sagen sollen. Du brauchst immer relativ viel Gold, um die Dokumente dann fertig zu machen. Ja, ich kann ins Minus gehen. Du kannst ins Minus gehen, das hat aber ziemlich negative Auswirkungen. Jetzt bin ich im Minus. Wenn du ins Minus gehst, würde ich das nicht raten. Och komm schon, lauft schneller, Jungens. Moment, what? Ich will zu der. Hä? Ach, diese stehen da drauf. Gerade so die Schlacht nicht verloren, ey. Huiuiui. Ab geht's. Das wäre knapp geworden. Unser Ritter wurde verbundet. No. Unser Ritter konnte den Bürgermeister erschlagen. Jawohl. Wir haben erstmal Luxemburg hier. Felix isst was. Ich höre es genau. Und? Ja, Nudeln schon die ganze Zeit. Oh, das wollte ich nachher machen um 10. Nudeln essen? Ja, um 10. Mhm. Erstmal kochen. Was für Nudeln wolltest du denn essen? Ich wollte die kochen, die bei dir im Schrank liegen und dazu die Tomatensoße machen, die bei dir im Schrank steht. Okay. Also dich wieder bloß am Benny erlauben.
Moment, Tomatensoße? Ach doch, stimmt, wir haben noch Napoli-Soße. Stimmt, stimmt. Ich glaube, ich habe sogar selber mal eine gekauft und die Nudeln, die ich letztes Mal gekauft habe, die waren leer, deswegen muss ich die neuen nehmen. Ja, das ist vollkommen fein. Die habe ich leer gegessen. Das ist vollkommen fein. Und wo steht da, dass der heterosexuell ist? Er vögelt jedenfalls die ganze Zeit seine Frau. Wenn du ihn anklickst, selber steht das unter seinem Namen, ist ein kleines Symbol für die sexuelle Orientierung. Ja, ist hetero. Dann ist er wohl hetero. Das ist so katholisch. Ja, aber in der Ehe darf er doch seine Frau vögeln, so oft wie er will. Das ist sogar eheliche Grundpflicht hier. Moment, ist das jetzt ein Gast oder das ist kein Ritter? Oder? Ritter werden auch als Gäste angezeigt. Du musst noch auf deine Armee klicken und dann auf deine Ritter. Dann siehst du, wen du anwerben kannst und wen nicht. Ich habe jetzt minus 75, 57, ich kann es. Boah, jetzt geht's hier aber ab, ey. Ich muss mal kurz auf Pause stellen. Ach, Felix. Ich könnte jetzt weitermachen. Du hast Pause gedrückt. Wir warten. Ich warte hier. Ich brauche Geld, das dauert. Ich belagere eine Stadt, das dauert. Selbst verschuldet, ja. Ich wurde gerade zu einem Krieg gerufen und musste mich entscheiden, ob ich annehme oder nie. Und dann wurde der annulliert. Ich habe gerade Ruhm verloren und danach wurde gesagt, nö, jetzt brauchen wir doch nicht mehr. Hättest du halt angenommen, du musst ja nicht wirklich da sein. Mal irgendwie noch mehr Geld einnehmen? Kann ich jemanden bedrohen? Kannst Leute plündern im Krieg. Kann ich ja nicht. Achso, mit dem kann ich es vielleicht. Wie mache ich das? Ich kann aber keinen Krieg führen, weil ich verschuldet bin. Tja, das ist dann natürlich schwierig. Nicht jemanden anschnorren? Habe ich Sans würde sie als Befehlshaber sehr gut machen. Moment, was bedeutet denn als Befehlshaber sehr gut machen? Oh, ja, dich nehme ich. Zwanziger Ritter nehme ich. Moment, ich kann hier ein neues Besitztum errichten, aber das ist doch gar nicht meine Gegend. So, sind wir 40%. Schon wieder Ritter eingetroffen. Mensch, wie viele Ritter kommen jetzt hier? Meine Güte. Ich habe jetzt auch einige und ich habe kein Geld. Ich habe hier einen Ritter, der hat eine 23er Stärke, der will aber 60 Gold haben, damit er bei mir bleibt. Na, der Typ, der mich angreift, der hat mit einer Militärstärke mit 700 angegriffen. Ja. Dann kommt er hier noch mit 970 rein und mit 1917. Ich würde mal sagen, ich bin tot. Ja, du kannst ja auch dem Frieden anbieten für... Option, dass du irgendwie sein Vasall wirst oder sowas. Kannst auf den Krieg klicken, den du hast, und dann kannst du unten kapitulieren und dann oder weißer Friede anbieten oder sowas. Musst halt gucken, was er annimmt. Du bist 15. Du bist doch bestimmt meine zweijährige Tochter zur Frau. Bist du eigentlich verheiratet? Du bist verlobt. Mit einem 27-Jährigen, meine 11-jährige Tochter. Meine 11-jährige Tochter ist mit einem 27-Jährigen verlobt. Na, das kann ja was werden. Ich kann meine 8-jährige Tochter mit dem 15-jährigen Enkel vom Lehnsherrn verheiraten. Na, das geht. Klingt doch nach einer sinnvollen. Das klingt sogar halbwegs sinnvoll, ja. Ja, ne? Ich kann nur kapitulieren, weißer Friede geht nicht. Ja, weißer Friede macht er, wenn du ungefähr gleich stark bist. Dann musst du halt kapitulieren. Bevor du jetzt alles verlierst und alles geplündert wirst, kannst du doch kapitulieren. Ich weiß noch nie, was dann muss halt gucken, was passiert. Ja, das hat er mein Dingens. Meistens geht's ja nur um ein Gebiet, was die haben wollen und nicht um alles. Ja, jetzt haben die ein Gebiet mehr und ich weniger Geld. Ja, aber du lebst noch, du bist nicht tot. Das meine ich. Erst wenn du alle Gebiete verlierst, stirbst du. Ich belagere jetzt zu Ende. Ich hab da nicht genug. Als ob die mich jetzt angreifen. Sie greift eine 150-Mann-Armee, eine 500-Mann-Armee an? Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich habe 9 Vorzugs- und Verwaltungslebenswandel. Sehr gut. Zentralisierung, Entwicklung, Zuwachs, Reichssitz. Festungsstufe, Garnisonsgröße. Erschalten. Entwicklungszuwachs im Reichssitz, glaube ich, ganz nett. So, haben wir gewonnen. Wird hier weiter belagert. Braucht noch 2 Monate Belagerung. Du kannst immer auf die Infos klicken, wo die sind und so.
Und wir sind auch da. Und befindet sich in Ravensburg. Was ist mit dem? Ah, ist ein Fußsoldat, der mir auf dem Übungsplatz begegnet. Oh, es sind so viele Informationen hier, Mann. Dann musst du mal pausieren. Okay, ja, ich glaube, du kannst weitermachen, weil die anderen Sachen sind mittlerweile eh schon weggeblockt und ich habe jetzt nur noch diese Geschichte hier. Und ich muss ja auch irgendwie Geld kriegen. Ich habe weitergemacht. Mhm. Du bist auch sehr knapp bei Kasse, durch das Anwerben meiner Ritter. So, wen habe ich da? Aber die Leute am Hof könnt ihr übrigens auch verheiraten, ne? Menschenzucht-Simulator, du bist gestresst ein bisschen. Das ist wirklich Menschenzucht-Simulator, weil die Leute an deinem Hof zu verheiraten, ist sogar relativ sinnvoll. Wenn die zum Beispiel hier einer hat stark. Machen wir doch mal Ehepartner finden. Oh, machen wir jetzt nicht. Weil wir haben gerade einen Krieg gewonnen. Der Hase in Weiß, das hatte ich ja auch noch. Mächtige Vasallen erwarten Ratsposten. Bischof. Nevermind. Bischof erwartet doch keinen Ratsposten. Zölibatsgelübde ablegen. Jo, Mann, kein Sex mehr. Wir kriegen jetzt 3 Gold pro Monat. Das ist ordentlich. Und für dich mache ich mal hier Ehepartner finden. Ihr werdet keine Anspannung verlieren, da ihr faul seid. Ja, das ist, habe ich auch schon gehabt. Oh, was ist denn jetzt hier noch passiert? Mein fachkundiger Ratsspitze. Ist jetzt 75 ein. Übernehmt die Züge, Giselbert. Was habe ich jetzt fruchtbar. Hast der mich jetzt? Vorschlag abschicken. Oh, er hasst mich nicht. Gemahlin, empfänglicher für einen Versuch werden anzunähern. Ihr ungebrochene. Oh, dammit. Mut loben, wow. Ehrgefühl, ihr Lebenskraft loben. Toll. Ich habe ihm mit seinem Gold geholfen, mit seinen Büchern und der König murmelt da so vor sich hin. Er hat meine Bibliothek ruiniert und versucht, mir mein Gold zu stehlen. Not really. Ich habe mich hier bis jetzt in Tradition behalten. Eindeutig schon 5 Jahre. Gut, oh Gott, jetzt habe ich auch noch Zwillinge gekriegt. Turnierprobleme? Ich verbringe wenig Zeit mit meinem Gold. Mit meinem Freund. Ich hatte gerade auch jede Menge Anzeigen. Belagerung gewonnen, Gefangene gemacht. Kann ich für die Gefangene ist wieder freigelassen. Anspannung, Alter. Dammit, direkt wieder freigelassen. Wie kann ich denn die Anspannung wieder abbauen? Jagden und Dingensen geben auch Anspannungsabbau oder je nach deinen Charaktereigenschaften noch andere Sachen. Da ich sadistisch zum Beispiel bin, ist es auch häufiger, wenn ich jemanden quäle, verliere ich Anspannung. Steht das dann da dabei? Nee, das steht nur dabei, wenn du die Optionen dazu kriegst in irgendwelchen Dialogen, dass das Anspannungsabbau führt. Das ist dieser Kopf mit dem Pfeil nach unten drin. Okay. Wenn du es mal siehst. Ich habe eh kein Geld für nichts. Was? Bänkespiel. Sie ist bei plus 17. Ich habe auch minus 198 Glauben, obwohl ich Glaubenskrieger bin. Also irgendwie... Du musst vielleicht mal wieder mehr anfangen zu glauben. Ja, ich verliere auch jede Runde 1,6 Glauben. Ich weiß aber nicht, wieso. Bin mit meinem Ratsmarschall verheiratet. Was ist eigentlich mit ihrer Ausbildung? Wer ist denn ihr Vormund? Vormund. Oh, okay. Ehepartner suchen. Ja, ich habe super viele Kinder zum Verheiraten. Meine Frau ist schwanger! Lang lebe der König! Legt er hier rum. Das ist, dafür, dass sie dich gar nicht mögen, kriegen die gerade das zweite Kind. Das ist... fast ein Wunder. Entschuldigung fürs Lautblögen. Wie kriege ich dann die Todsünden? Kriege ich nicht weg, ne? Todsünden? Nee, das sind deine Charaktereigenschaften. Du bist einfach so. Toll, das heißt, ich bin Glaubenskrieger und verliere aber Glauben jede Runde. Das funktioniert irgendwie nicht so. Na, weil du gepilgert bist, bist du, glaube ich, Glaubenskrieger, oder? Nee, ich habe das irgendwie bekommen in so einer Auswahl.
Als ob Lumi das war nicht so schlau. Ich dachte, du hast eine Pilgerreise gemacht. Und hast es dadurch bekommen. Wenn ich jetzt den meinen in der dritten Generation, so in 300 Spielstunden, meinen Ehemann umbringe, der ja dann Lehnsherr sein wird, bin ich dann automatisch mit der Tochter irgendwie vorne? Du kannst, wenn es um solche Erbfolgen geht, aufs Reich klicken, also auf den Titel, und dann steht unten die Erbfolge. Ne, also zum Beispiel, geh mal auf deinen Lehnsherr. Und dann hast du links deine Flagge. Klick mal auf die Flagge und dann hast du unten die für dieses Reich die Erbfolge. Wenn du da drin bist, dann ja. Titelnachfolge. Und jetzt nee, noch bin Kinder ich Bueno. Oder wenn deine Nachfolger da drin sind. Deine Kinder. Dann hast du da Optionen. Wir können jemanden im Krieg erklären. Da oben. Achso, weil die gepatzt hatten vorhin, ne? Aber die haben leider 1100 Truppen. Den will ich nicht den Krieg erklären. Glück beim Spielen. Wieso haben wir Glück beim Spielen? Du. Wenn du großartig Geld gezogen hast und dir weder die eigene Bevölkerung noch irgendjemand anderes einfach mal so die Bude einrennt. Es ist, glaube ich, eher, weil ich mich vorher schon ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt habe, bevor wir das hier angefangen haben. Aber ich dachte, das ist besser, als wir haben alle drei keine Ahnung und es läuft richtig komplett kacke. Jetzt kann ich zumindest Fragen beantworten. Oder der Chat. Wenn er dir auch diesmal, glaube ich, ausdrücklich die Tutorial-Anguckerlaubnis rausgegeben hat. Ja, also ihr hättet euch alle vorbereiten können oder selber auch schon spielen und ausprobieren, wie das Spiel funktioniert. Das wäre vollkommen okay gewesen diesmal. Es ging ja darum, ein bisschen ein spannendes Spiel zu haben. Das Spiel an sich relativ komplex und dann teilweise auch schwierig ist. War das für mich vollkommen okay. Moment, auf was habe ich jetzt Anspruch? Kann ich das irgendwo nochmal einsehen? Wenn du auf dich klickst, hast du deine Titel und deine Ansprüche, ja. Ansprüche. Ah ja, auf das hatte ich mir den Anspruch gekriegt, okay. Der kann halt nix, der blöde Bürgermeister, ey. Ich könnte ja auch einfach versuchen, hat die schon einen Mann? Die hat noch gar keinen Mann. Versuchst du einfach zu verheiraten? Die wird jetzt einfach verheiratet, ob die will oder nicht? Ja, mit mir. Also mit mir natürlich. Von mir. Ja. Mit mir natürlich. Ich werde einfach verheiratet. Ich habe eine wahnsinnige fruchtbare Frau. Also die ist wirklich wahnsinnig unfruchtbar, nicht wahnsinnig fruchtbar. So, habe ich jetzt hier eine Tochter? Habe ich meinen Sohn schon versprochen? Nee, da ist so ein Spiel. Bei mir ist auch der gesamte Wein nicht schlecht. Ja, das kommt häufiger vor. Das kommt häufiger vor. Wir müssen alle zusammenlegen, kommt schon. Hinterlistig und rachsüchtig. Alter. Warum kann man die nicht verheiraten? Die ist 11. Ist die vielleicht schon verheiratet? Du kannst sie bloß verloben, nee, vor allen Dingen. Die hat keinen Mann. Moment. Die hat aber schon ein Haupterbe. Spieler. Oh, ich habe schon noch eine Tochter. Ich will nicht noch eine Tochter. Ich will mit dir heiraten, Mann. Nee, die hat nie. Ich kann hier nur Leute von ihr anklicken. Ich kann sie nicht direkt nehmen. Warum nicht? Da muss Xander mal irgendwie helfen. Weil ich sehe gerade dein Overlay nicht. Wie viele Kinder du hast? Sie ist wahrscheinlich irgendwie... Wie viele Kinder du hast? Moment, du redest von deiner 10-Jährigen? Nee, ich rede von meiner Nachbarin, die Gräfin Elinor von Chalon, die ist 11. Und die, die hat keinen Mann. Aber ich glaube, die ist einfach irgendwie von der geistlichen Riege. Dein welchen Nachbarn? Rechts, links? Unten drunter. Unten drunter? Na, Gräfin von Chalon. Die kann keinen Ehepartner haben. Warum? Da ist kein Slot vorhanden. Ich weiß nicht warum, aber sie kann auf jeden Fall keinen Ehepartner haben. Ben? Ja. Wie viele Kinder hatten Lumis Charakter? Moment. Was? 6. Das ist doch nie viel. Ich habe 8 Kinder. Ich habe 2 Töchter. Das war's. Und alles über 3 finde ich schon bemerkenswert. Und ich weiß nicht, warum sie keinen Ehepartner haben kann. Aber man kann Heirat arrangieren, kann man nicht von ihr machen. Gerade, dass sein Vetter irgendwann mal den Papst aufgegessen hat. Also keine Ahnung. In dem Spiel. Moment, der Papst wurde aufgegessen. Ja. Was? Also.
Antwerpen sagt, mag meine Kunde nicht. Wie den Kannibalismus bei mir hat mein Vetter dann den Papst aufgegessen. Und dann fragte Glamsi, so was geht, und dann meinte Dortex, jo. Das ist ja schon wieder eine awesome Geschichte, ey. Zahns britischer Kaiser hatte über 12.000 Kinder mit 14 unterschiedlichen Frauen. Was? Das kann aber nicht sein. War 1273 und 83 Kinder. Was? Ach so, im Jahre der 83 Kinder gehabt. Im Jahre 1273 mit 14 verschiedenen Frauen. Ja, Ben, da kommt man lange noch nicht ran. Anscheinend nicht, nee. Aber das mit dem Papst essen finde ich cool. Ich würde auch gern den Papst aufessen. So, Geld kriege ich jetzt, awesome. Aber ich verliere immer noch Glauben. Kann ich denn irgendwie dafür sorgen, dass ich mehr Glauben kriege, auch trotz meiner Todsünden? Ich glaube, du kannst. Ich weiß nicht, ob du die Tempel oder wenn du irgendwelche Tempel hast, mit manchen Bistümer oder sowas, die kannst du ausbauen für, glaube ich, mehr Glauben. Bin mir gerade nicht sicher da drin. Ansonsten geht's, glaube ich, erstens ist der Glaube nicht ganz so kritisch, ansonsten musst du, glaube ich, Pilgerreisen machen. Das ist das Erste zum wieder hochkriegen auf jeden Fall. Ja, das habe ich schon gemacht. Die kosten aber halt Gold. Ich habe kein Gold. Das ist schlecht. Wurde eine Fraktion geschaffen? Moment, Ränkespiel. Nee, das nicht. Ihr Fraktion, gegen euren Lehnsherrn. Es gibt eine Unabhängigkeitsfraktion, der ich nicht beitreten darf. Ihr könnt keine Fraktion erschaffen oder einer beitreten, die einen Freund von euch zum Ziel hat. Oh, mein Lehnsherr ist mein Freund? What? Halt, stopp. Mein Lehnsherr ist mein Freund. Jo. Mit dem Kannibalismus funktioniert über eine eigene Religion, wo du dann Kannibalismus reinholst. Ja, stimmt. Du kannst irgendwann auch, wenn du frömmig genug bist, eigene Religionen gründen. Ich habe einen sündhaften Erzbischof. Mal schauen, was wir hier machen können. Ich habe einen sündhaften Erzbischof, der ist unersättlich. Das fette Schwein. Der ist gierig, wow. Unersättlich. Fettes Schwein. Also du bist aber auch echt nett. Der ist gierig und unersättlich. Der ist eindeutig fett. So, wenn man gierig und unersättlich ist, ist man noch nicht gleich fett. Du bist auch manchmal gierig und unersättlich. Das stimmt überhaupt nicht. Bin ich nie. Noch nie gewesen. Wer will denn seine 200 Gramm Tafel Schokolade nicht teilen? Ich habe nur gesagt, ich will sie nicht aufmachen. Das ist was ganz anderes. Ich spiele das auch erst seit 2-3 Wochen. Also... insgesamt mit vielen Unterbrechungen. Seit 2-3 Stunden spielst du es. Was ich hier mache. Insgesamt, wenn es hochkommt. Mhm. Gut, wenn es am besten ist. Na gut, dann gibt es keine Geheimnisse an meinem Hof. Auch gut. Finde ich okay. Übrigens ein kleiner Hinweis, wenn ihr ein größeres Land habt, wenn ihr reinzoomt, so einen komischen roten Marker, so eine rote Flagge irgendwo in eurem Land. Das ist der Sammelpunkt für eure Armee. Wenn ihr ein großes Land habt, solltet ihr den Sammelpunkt erst verschieben und dann die Armee ausheben. Nicht, dass sie durchs halbe Land marschieren muss. Zum Glück habe ich ja weniger. Ja, ich wollte es nur sagen, wenn das dann in der Zukunft wächst, müsst ihr darauf ein bisschen achten. Ne, wenn du sonst irgendwie erstmal einen Monat mit deiner Armee durch dein eigenes Land marschieren musst, damit du im Krieg ankommst, ist es manchmal ein bisschen blöd. Warum habe ich nur... Ich habe gerade eine Armee ausgehoben. Das dauert einen Moment, bis die voll ist. Du bist da steht froh, dich auch schon verlobt. Weiß nicht, hast du rechts oben einen großen roten Balken unter deiner Anzahl? Moment, ich bin da der Lehnsherr? Ich habe keinen sehr großen, aber ich habe einen relativ kleinen. Also da oben rechts sollte entweder gar kein Balken sein oder alles blau, damit du die Anzahl ausheben kannst, die du zur Verfügung stehen. Denn mit dir? Du hast auch noch keinen Ehepartner. Du bist 5. Da können wir doch mal suchen. Was ist denn hier eigentlich mit Herzogtümern? Der Oberhäuptling ist 50. Der finde ich bestimmt toll. Herzogtum Jülich. Das bräuchte ich. Hier will ich einen Anspruch haben. Können wir da nicht mal einen Anspruch fingieren? Da können wir doch mal einen Anspruch fingieren. So, das letzte Bueno.
Ich glaube, ich muss mir auch nochmal Schoki holen. Habt ihr eigentlich schon die Schoki komplett alle? Zum großen Teil. Die Merci ist noch da, der Rest ist alle. Weil die Merci nicht mehr so gut schmeckt. Du musst uns die Sachen früher geben. Ja, der Rest ist alle, bis auf Merci und ich glaube noch zwei, drei Stücken. Ach da. Aber nicht, ist wirklich nicht mehr viel da, ist großteils gegessen. Und nein, nicht weitergegeben, selber gegessen. Hauptsächlich von mir, glaube ich. Nee, nicht nur. Du hast auch die... Boah, hart. Was habe ich gegessen? Die Schoki vom Felix. Ja, aber doch habe ich doch auch was gegessen. Genug sogar. Schweinerei. Titel eingliedern. Es gibt keine Gliedern. Was ist denn Titel eingliedern eigentlich für eine Aufgabe? Kultur fördern. Also bei mir sind wirklich alle von mir, fast alle von mir eingeschüchtert. Das ist krass. Was? Ich hab noch eins frei? Oh, das wusste ich nicht. Okay. Ja, ich bin arm in die Kirchenmaus, das stimmt wohl. Habe ich jemanden an meinem Hof, der ein guter Lehrer wäre? Moment. Jetzt habe ich das zu spät gelesen. Sieht doch noch. Ah, oder da, Meister der Philosoph. Da bin ich sogar richtig gegangen. So, das heißt, wir warten jetzt einfach hier gemütlich. Vielleicht koche ich mir die Nudeln schon beim Stream. Sans, Kind unterrichten. Nee, nicht ich. Ich hätte gern Henry Jakob Biltrude Sans soll bitte meine Tochter unterrichten. Mein Ratsmarschall. Ihr könnt auch von mir es wieder schneller machen, wenn es jetzt nicht mehr so Schlag auf Schlag geht. Nee, ich bin hier gut beschäftigt gerade. Okay, na dann machen wir nicht schneller. Och Gott, da gehe ich Nudeln kochen, ey. Dann passiert irgendwas bei dir, das du dann verpasst und dann ist alles hinfällig. Erzähl doch mal lieber einen Schwank aus deiner Jugend. Oder plan mal was du als nächstes tun möchtest oder sowas. Ich kann nichts tun, ich habe kein Geld. Ja, aber warum? Weil ich einen Kriegsgrund fingiert habe und den bezahlt habe. Und jetzt habe ich kein Geld zum Krieg führen. Aber ich spiele Dota, bis ich Geld zum Krieg. Das ist irgendwie nicht so gut durchdacht, was du da gemacht hast, habe ich das Gefühl. Ich dachte, es dauert nicht so lange. Am Kirchenoberhaupt einschleimen. Das ist was? Wenn du bei dem positive Meinung hast, kann der dir Geld geben. Eieiei, okay, das ist doch mal ein Wort. Der Papst. Kirchenoberhaupt. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, dass du da große Fortschritte machst, wenn du einen Papst dich einschleimst. Wie komme ich denn dahin, da ist der Papst? Wieso? Weil mag mich nur mit minus 14. Ja, aber guck mal, die Wahrscheinlichkeit, dass es vorwärts geht, die wird irgendwie bei 3% sein oder sowas. Ach, das läuft, ab geht's. Also das ist schon ziemlich niedrig. Könnt ja auch hier den Ratstypi mit dazu nehmen. War denn das der Ratsmarschall oder der Ratsspitzel? Komplotte unterstützen. Aber der macht nur die fiesen komplett unterstützt, oder? Oder alle? Ja, der unterstützt schon. Okay. Der unterstützt alle. Ich glaube, eigentlich nur die fiesen Komplotte, wenn du Komplotte unterstützen machst. Ich mache normalerweise nicht unterstützen, sondern Komplotte stören. Ja, du siehst doch, wenn du drauf gehst, dass es nur Feind-Komplott-Stärke sind. Das ist kein Feind-Komplott, jemanden da. Ja, Geld ist Geld. Ich muss es zumindest versuchen. Ich habe ja fast nichts. Die Frage bleibt, würdet ihr dann eher nochmal irgendwie Gebäude oder sowas bauen, um in Zukunft mehr Geld zu haben? Oder sollte ich direkt anfangen, Krieg zu führen, wenn ich wieder ein bisschen Geld habe? Also Ritter kaufen und dann irgendwo rüber. Wenn du gute Chancen hast, dass du der erfolgreich das einnimmst, sprich, wenn du da gut überlegen bist um ein paar hundert Leute, würde ich eher erstmal das Land ausweiten und dann ausbauen. Also ich hatte ja auch mit 2 angefangen, ich bin jetzt bei 4 und jetzt fange ich ein bisschen an, die Sachen auszubauen. Weil ich jetzt auch 4 Gold pro Monat krieg und so. Verwaltung. Sitztümer gründen. Neue Besitztümer gründen, musst du auf einen freien Bereich klicken. Und dann ist aber bei mir Besitztümer errichten. Ich glaube, da du eine Stammesführung bist, geht's nicht. Wenn du drüber hoverst, müsste es eigentlich auch da stehen. Keine Besitztümer. Besonders wir sehr gerne so eine kleine Tochter Elben wohne von mir persönlich ausgebildet werden, wenn ihr das vernünftig empfindet. Du bist ein Verführer und ein Ehebrecher. Ich will dir meine Tochter nicht geben. Nee, nee.
Nee, nee. Sei doch nicht so. Mein König wollte jetzt meine Tochter zum Unterricht haben an seinen Hof. Der ist ein Verführer und Ehebrecher. Das lassen wir mal sein. Also hat meine Tochter. Ich baue jetzt doch erstmal Gebäude aus und dann fühle ich mich. Ich habe ja nicht mal Geld für die Ritter. Das ist doch furchtbar. Wo sehe ich denn im Vergleich zu mir? Ich habe 82 und sie hat 73. Ja, das ist ja Schwachsinn. Könnt ihr einen Bündnispartner mir holen? Die Ritter holen, wenn die noch da sind. Ach, das ist ja sonst wo. Die Bündnispartner sind irgendwie immer schwierig. Die Bündnispartner sind schwierig. Oh Gott, nee, ich will doch kein... Nee. Nee. Ansprüche auf folgende Titel. Halt Ansprüche auf folgende abhauen. Titel. Astorga, ich will mich doch nicht irgendwo in Spanien einmischen müssen. Das ist Belag, das ist von Frankreich? Jo, und heißt Frankreich. Hätte ich eine Besprechung, eine gewisse Besprechung zu einer Befreiung von bestimmten Verpflichtungen gemacht. Ich habe versucht, ihn wieder zurückzunehmen. Feudalsteuern von euch werden verringert. Oh, durch den Bock. Dann rekrutiere ich jetzt nochmal einen Ritter. Wie viel kostest du? 15. Kommst du auch noch? Dann habe ich zumindest mal 9 von 9 Rittern. Nicht, dass meine Feudalsteuern sinken. Schrecklich. Das wäre ein schreckliches. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich habe vielleicht mein Timing auch nicht gut gemacht mit meinem Gold. Ich habe vorhin 140 Gold ausgegeben und ich will gleich einen Anspruch fingieren auf 100% bringen. Jetzt hat die einen Verlobten? Was ist denn mit der kaputt? Keine Ahnung, du konntest dir auf jeden Fall keinen Vorschlag machen. Scheißegal, ey, ich wollte die haben, jetzt sitzt ja gleich den Krieg. Das reicht jetzt. So, wie mache ich das? Du brauchst einen Kriegsgrund. Ich habe einen. Dann kannst du wahrscheinlich oben auf dieses komische Einblendungsding gehen und da steht wahrscheinlich, ihr könnt Krieg erklären. Musst du die Dame auswählen. Die hat hier noch so ein Ding dabei. Der Zweigrafschaft, was? Wurscht, scheiß drauf. Dann fange ich wieder neu an. Moment, das brauche ich dann gar nicht. Nee. So, Moment. Ich das nicht. Baronie von Otton. Oh, brauchen wir ja gar keinen Anspruch hier. Das ist ja absoluter Quatsch. Moment, wieso? Moment, wo sind wir im Krieg? Hä? Lothringen, kriegst du für Volksaufstand? Moment mal, what? Armee ausheben. Volksaufstand, das sehe ich hier gar nicht ein. Krieg erklärt, das kann doch nicht sein. Achso, warte, aber hier Mord. Nee, Mord nicht. Krieg erklärt, oh, mit euch. Ich hab's schon. Oh oh. Also, Krieg erklären. Ah, nichts Schlimmes. Sprüche von euch. Ebenbürtig sagt es hier. Ebenbürtig ist aber keine gute Garantie, dass man das gewinnt. Da musst du wirklich mit ein bisschen Strategie rangehen und irgendwie noch Verbündete ranholen. Du kannst doch, übrigens deine ganzen... Das wäre gar nicht so schlecht, weil ich ja Kriegsführung als Lebenslauf habe. Ist die schon im Krieg mit irgendjemandem? Nee. Dann glaub hat nicht. Die Verbündete... Einen, ja. Wie stark ist der? Der kommt nämlich dazu. Ich würde... Stärke 521. Du könntest versuchen, deine Töchter irgendwie als an Bündnispartner zu verheiraten und die dann dazu zu holen. Das kostet aber auch ein bisschen Ehre. Hm. Dann ist es also, es ist nicht sicher. Du kannst es probieren, aber das ist dann halt so ein Münzwurf mäßig. Kann klappen, kann auch schief gehen. Also versuche ich jetzt erstmal den... Moment, aber der Graf Alois, da bin ich ja schon fast... Aber wenn ich mich mit denen dann auch verbünde, dann treten die quasi nicht ein, weil sie nicht wissen, wem sie.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, manchmal treten die trotzdem ein. Da wäre ich mir nicht so sicher, ob sie darauf verzichten, nur weil du sie. Weil du auch mit denen gut stehst. Aber ich habe hier jetzt schon von Graf, an Graf Louis von Bellac habe ich zumindest unten drunter hier schon doch die meine Tochter verlobt. Und trotzdem ist der, warte mal, die ist ja verbündet mit dem. Hä? Aber der Graf ist doch der Erbe vom Lehnhirn. Ja, ist ein anderer Lehnsherr. Jetzt bin ich total verwirrt. Oh, mein Sohn will irgendwas. Der Erbe vom Lehnsherr ist nicht der Lehnsherr, ne? Ja, ja, aber wenn ich auf den Erbe vom Lehnsherr klicke, hat der einen anderen Lehnsherr als Lehnsherr. Vergiss es einfach. Es gibt manchmal mehrere Stufen, ne? Nein. Es gibt manchmal Königreich, Herzogtum, Grafschaft. Und dann kann der Herzog ist der Lehnsherr vom Grafen und da trotzdem gehört das alles dem Königreich. Ach, da ist nochmal einer dazwischen. Das kann sein, ja. Musst du halt anklicken, ob der Lehnsherr dann den richtigen, den du dachtest, hat. Du bist mit dem hier verbündet und das hier bist doch du selbst. Warum bist du denn als verbündet angezeigt? Ach nee, was ist denn der hier, Graf? Die Baul. 250 Gold. Okay, vielleicht Lobte können ich heiraten. Mal was anderes suchen. Ich habe so viel Geld ausgegeben, um da jetzt irgendwie was fingieren zu können, Mann. Sehr schön, meine Hochzeit ist durch. Bei Bekanntschaft Graf Richwin hat Brunhilde Linien geheiratet. Ah ja, meine Tochter ist verheiratet. Meine Tochter ist hiermit unter der Haube. Die meine Spielererbin dann ist. Ich weiß noch nicht, was ich mit einer Tochter als Spielererbin überhaupt machen darf. Zynisch, ehrlich, bescheiden. Und sie ist mitfühlend, gierig, ungeduldig. Angreifer, Verteidiger. Ah, das. Meich und Naki, Leidenschaft. What? Hier steht, ihr könnt Kriege erklären. Wenn ich auf irgendwas draufklicke, geht's nie, weil kann ich nie. Ja, dann gibt's dort keine Kriege, das ist einfach nur. Ja, du bist 12, du magst doch bestimmt meine 7-jährige Tochter haben. Okay. Hey, du bist doch 12, du willst doch meine Tochter haben, wa? Magst du dann lieber die Jüngere, wenn du die Ältere nicht willst? Ich hab nur eine 3. Klein. Im Angebot. Was denn, er will die. Oh, jetzt ist er verlobt, wie alt ist die Schlampe? 33, ja super, du bist 12, Mann. Hallihallo, Xeli. Moment, was? Der hat einen 12-Jährigen, hat eine 33-Jährige geheiratet? Eine MILF. Also aus seiner Sicht, ja. Aus meiner Sicht nicht, ich bin genauso. Nee, nee, aber das ist doch für dich gut, weil die wahrscheinlich nie Kinder kriegen. Ist 33, die kriegt noch Kinder. Ab 46 ist er kinderzeugungsunfähig und mit über 40 ja, ist es schon sehr. 13 Jahre. Ist es schon. Aber er kann erst ab 16. Erst ab 16 vögeln die. Ja, dann haben sie 10 Jahre, um Kinder zu kriegen. Muss ja wohl reichen. Sich so. Xan, dankeschön für deinen Sub im 19. Monat. Die haben sich alle verheiratet bis ins nächste Jahrhundert hinein. Ja, du kannst einfach auf dein Kind klicken und dann auf Ehepartner finden machen und dann machst du Bündnismacht als sortieren nach. Okay, warte mal, wer ist denn jetzt noch nicht verheiratet von denen? Da hast du nämlich nur die Unverheirateten, mit denen du Verbündeten kannst. Mein Sohn ist auch noch nicht, aber den will ich irgendjemanden geben, der ja bei uns rein darf. Du solltest für deinen Sohn eher jemanden nehmen, der gute Eigenschaften zum Vererben hat. Ja, ja, aber. Moment mal, was passiert denn jetzt hier? Ein bisschen Zeit. So, komm jetzt hier die. Was ist mit Geld schicken? Jetzt will man schnell ein bisschen Geld schicken. Ich kann kein Geld schicken. Das geht in dem Spiel nicht. Ach, Ben. Meines Wissens. Also, wir suchen dir jetzt ein Ehepaar. Verzieht euch mal an. Du kannst doch mich anklicken und mir hier beeinflussen. Beeinflussen hat nichts mit Geld zu tun. Tja, das ist ein Ritter von mir. Geld schicken. Was? Was? Wenn du auf einen anderen Herrscher klickst, Ben, ne? Ja. Und dann auf rechts klicken. Ich könnte Geschenk schicken, das stimmt. Jetzt ist eh vorbei. Ich habe nämlich gerade Anspruch auf was fingiert.
Kann meine Tochter nur an Ritter aus meinem eigenen Staat verheiraten? Nee, kannst du nicht. Das ist dann halt nur, was dir zur Verfügung steht. Soll ich es jetzt annehmen, oder? Wow. Ich hab's dir geschickt. Kannst du annehmen oder nicht, wie du willst. Okay. Muss ich erstmal ein bisschen um mich rumschleimen, habe ich das Gefühl. Bisschen näher kämen, Spiel. Hä, warum habe ich jetzt Geld verloren? Genau, ich habe Geld verloren und hab's an dich abgegeben bei mir. Ich hab's verpasst. Ich war dein geheimes Bürgermeister Radbot. Moment, ich hab Bartol und Jakob getötet? Okay, ich hab einen Ritter und einen Höfling gerade von mir getötet. Ja, und bei mir, wie gesagt, hat's... Ups. Ja gut, wo zu meinem Ritter? Wäh, ich hatte recht. Okay. Ich habe gerade eventuell mein... Das ist der CK3, der Paarungssimulator, die beste Buch für seine Nachkommen. Was hast du, Ben? Eventuell habe ich gerade meine eigenen Höflinge einfach zu Tode gefoltert. Aber ich sag mal so, ich bin ja sadistisch, das ist jetzt irgendwie nicht so unwahrscheinlich. Aber ich habe dadurch erfahren, dass ich eine Hexe an meinem Hof habe, ja? Okay. Mhm. Moment. Bei mir gibt's Korruption, deswegen war auf immer das ganze Geld wieder weg. Ist natürlich total toll. Ist unglaublich eine Hexe. Ihren Verwandt und ich liebe euch doch nicht auf diese Weise. Mehr Kohle zu kriegen. Hey, wir sind verheiratet. Warum darf ich nichts zu meiner Affäre machen? Die hat das gerade abgelehnt mit, wir sind miteinander verwandt und ich liebe euch doch nicht auf diese Weise. Nee! Darf's nicht ran. Meine Gatte lässt mich halt echt nicht ran. Muss hier jetzt eigentlich das positive Komplott sein, was ich gegen den Papst schmiede? Ich hab's missgebaut. Schweinerei. Ich überlege fast noch irgendwie jemanden anderen an meinem Hof zu verführen. Habe ich jemanden an meinem Hof zum Verführen? Die habe ich alle verheiratet. Das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee dann. Wie alt ist die? 47, ne, die will ich nicht verführen. Was sind die denn? Wo seid ihr denn? Von euch, die ist verheiratet. Du kannst rechts unten auf Spieler drücken. Bei dem, auf das Plus bei der Karte und dann auf Spieler. Was? Wenn du uns suchst. Ah, da. Dann werden nur noch wir hervorgehoben. Spieler. Moment. Da musst du mal ein bisschen rauszoomen. Felix ist ganz weit im Norden. The Lion ist hier. Ist nicht mehr zebraisch. Doch eigentlich schon. Vor allem Sachsen. Aber ich glaube, als Spieler wird mein Spielername genommen und nicht mein... Wo ist jetzt Felix? Ganz weit im Norden. Ich bin unterhalb von Sachsen, weil Sachsen ja eingenommen worden ist. Unterhalb von Sachsen, du bist bei mir bei Norwegen. Naja. Ich will nicht, dass du... Unterhalb von Sachsen. Oh. Guck doch mal bei Norwegen, wenn du ein Stück reinscrollst, die Pimmelspitze ist Sachsen. Die Pimmelspitze. Ja, das ist schon richtig, aber es ist einfach Sachsen genannt und bist aber in Norwegen. Ja, und? Moment. Alles klar, also da ist Felix und da ist Ben. Okay, Ben hat eine richtige Großmacht, der könnte mir sogar helfen. Ich hab's an den Falschen geschickt vorhin, mein Geschenk, ich voll Idiot. Ich hab einfach was zu Kleines genommen. Sehr gut. Ich hab das Geschenk vor den Falschen geschickt. Nee, ich hab das erhalten gehabt. Moment, aber das ist doch... Hä? Ja, ich hab von dir die Nachricht bekommen, es waren 26%, glaube ich. Aber dann bist du nicht mehr Sachsen. Sachsen gehört dann schon jemand anderem. Richtig. Ah. Ja, das habe ich ja vor uns abgegeben. Gut, dass ich dann nochmal jemanden gerade geschickt habe. Ich hab dem der Sachsen, aber hat jetzt gerade nochmal 27 geschickt. Ihr kriegt Gold und ihr kriegt Gold und ihr kriegt Gold und ihr kriegt Gold. Ich schenke euch allen Gold. Ja, du, die nächste kriegst du. Ja, gerne. Und Ben, was machst du denn eigentlich, wenn du den Bachelor hier dann hast? Arbeiten. Richtig schön trocken. Arbeiten. Also wenn ich mein Studium fertig habe, arbeite ich und dann bin ich hoffentlich ein bisschen happier, weil ich dann was mache, was Geld bringt und was mir meistens auch Spaß macht. Job suchen oder mit mir zusammenziehen? Stimmt, zusammenziehen. Zeigt sich, hast du schon von Oberlothringen? Nein, ich will nicht konvertieren. Und nach Dresden oder ich will das selber schaffen. Ich will jetzt nicht, dass Ben mich hier durch
carried. Darf ich dir kein Gold schicken? Nein. Ich habe Felix auch Gold geschickt. Okay, dann schick mir Gold. Dauert aber noch ein paar Monate, ich habe nur 18 gerade. Okay. Deus Vult! Kreuzzüge! Auf geht's! Da kriegst du übrigens Frömmigkeit her, wenn du an Kreuzzügen teilnimmst. Müsstest du jetzt auch gekriegt haben. Also du bist wie ich einfach nicht katholisch. Ja, du bist nicht Teil unserer Religion, aber Lumi müsste es sein. Lumi ist doch in Westfrankreich, die ist katholisch. Ja. Aber das dauert noch einen Moment, bis es, glaube ich, ausgerufen wird, der Kreuzzug. Wir sollen uns jetzt aber auch darauf vorbereiten, war das. Mit null Geld und null Truppen. Und ja, Xan, Crusader Kings ist nicht ganz so schwer, wenn man ein paar Sachen schon als Erfahrung gesammelt hat. Das Problem ist aber, wenn du die Erfahrung noch nicht gesammelt hast, wie die Sachen funktionieren, wie man an Sachen rankommt, an Geld und sowas, dann ist es schwieriger. Und das Problem ist, wenn wir bloß uns immer pro Woche für 2 Stunden treffen, müssen wir wirklich fahren. Ja, von mir aus können wir heute auch 4 machen. Ich bin erst um 16 Uhr aufgestanden. Was? 4? Nee, ich muss morgen aber 4 Uhr raus. Ja, wir machen einfach durch, Felix. Dann bist du schon munter. Genau. Dann noch eine Schicht hinten dran. Du bist doch jetzt auch gerade erst aufgestanden. Gib's doch zu, du bist doch erst um 18 Uhr aufgestanden. Nein. Wieso nicht? Weil ich noch was zu erledigen. Komm ich denn hier? Da komme ich in die Einstellungen. Also ich beschnurzel jetzt den Papst und spar Geld, um irgendwie... Mach das. ...Sachen zu bauen. Wie gesagt, ich habe immer so versucht, auf 4-5 Grafschaften zu kommen und dann erst angefangen, Sachen auszubauen, aber das ist ja deine Taktik. Ja, du hast schon recht, aber ich habe halt nicht genug Mann, ich weiß auch nicht, wie ich die jetzt erhöhen soll. Du kannst... Meine Töchter will niemand heiraten. Also das Verheiraten der Kinder an Bündnispartner, aber du hast nicht den Filter noch drin, oder? Ich glaube nicht. Also wenn du Ehepartner finden machst, hast du ja links die Lupe. Und da hast du nicht irgendwie dann Filter drin oder so ein Kram. Guck gleich nochmal, warte mal. Oh, wie viel Anspannung habe ich denn? Lohnt sich zu vögeln, um die... Lohnt sich zu vögeln, um die Anspannung zu... Die Gläubige rüsten sich zum Krieg. Meine Krieger werden bereit sein. Ihr haltet 60... Ja, dann studier lieber ein bisschen. Ist nur angemessen, dass eure Stimmen im Rahmen... Oh ja, und ich darf in den Rat, sehr gut. Kein Begünstigter. Zum Krieg umleiten. Ich werde jetzt hier gerade zum Glaubenskrieg aufgerufen. Ja, ich auch. Ich hab, das ist halt Krieg, Kreuzzüge, ja. Deswegen müssen wir jetzt... Oh Gott. Verlobte können heiraten. Ja, okay. Ich lieber in den Kreuzzug. Heiratet. Habe ich da irgendwas von? Du kriegst, wenn es aufgelöst wird, wenn es gewinnen, jede Menge Gold und Frömmigkeit und Ehre. Gold steht da nichts, da steht nur Frömmigkeit und Ehre gerade. Ich kann keinen. Es ist kein Charakter zur Auswahl verfügbar, ich kann keinen begünstigten erwählen. Aber wir haben 4.000 gegen 11.000, das wird bitter. Das wird echt bitter. Glaubenwechsel? Wenn du da oben katholisch bist, da hast du aber ein echt dickes Problem, mein Freund. Würde ich behaupten. Moment, was? Den da will ich haben. Militärische Unterstützung zurück. Gold spenden geht mein auch. Du kannst, wenn du Lumi, wenn du auf den Kreuzzug rechts unten klickst, siehst du, was in der Kriegskasse ist. Und das wird aufgeteilt auf die Leute, die dran teilnehmen. Hm. 1800 Frömmigkeit, 6000. Auswählen. Ja, kann ich auch nicht, weil ich keinen habe. Ist keiner zur Auswahl verfügbar. Das Problem ist, glaube ich, dass. Eigentlich müsstest du irgendwie einen Sohn oder sowas auswählen, der dann die Belohnung bekommt. Denke ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Habe ich noch nie gemacht. Ein Problem ist so ein bisschen, wir sind nur 10.000 gegen 12.000. Wir müssen versuchen, deren Armee, solange sie noch nicht zusammen sind, platt zu machen. Aber gegen wen geht's denn eigentlich? Ich kann irgendwie nicht aufrufen, gegen wen es geht. Moment, das geht gegen eine, die direkt neben mir ist. Ich bin ein Vollidiot, wo fahre ich denn hin? Gegen Angria geht das ja. Ob ich da mitmachen kann? Okay, ja, warte, mache ich. Hä? Wieso geht das gegen Angria von Ostfranken? Jarl Skuli Hansten von Angria.
Katholischer großer Religionsgebiet. Achso, beginnt in 11 Monaten. Vergiss es. Ich bin nicht so fähig anscheinend. Ich kann nicht lesen. Wir haben noch ein Jahr. Gerade bin ich für alle der Vormund. Vielleicht bin ich viele. Warte mal, du gehst. Die dritte Tochter geht doch eh immer zum Papst. Wo ist der Papst? Wieso geht die dritte Tochter zum Papst? Ist doch so, gewisse Töchter werden dann irgendwie mit geistlichen Beziehungen verstrickt. Das war früher so. Ist das bei dir so, ja? Wird jetzt so werden. Okay. Also Lumis Tochter möchte ich nicht sein, wenn ich da einfach an den Papst verheiratet werde. Ja, nicht verheiratet. Mündel geht jetzt an den Hof. Ich weiß jetzt gerade noch nicht mehr, wie man das macht. Ist nur nicht ganz klar, warum der 13.000 hat. Aber es gegen die ganze Religion geht, ne? Geht's. Welche Religion hat denn der? Ja. Asatru. Oh, wir kämpfen gegen den nordischen Glauben. Wo Felix dabei ist eigentlich. Hä? Ne, wo, ich sehe so gerade alle Armeen auflösen. Was? In 9 Monaten gibt's einen großen Krieg, Felix, zwischen der katholischen Religion und deiner Religion. Da gibt's auf die Nuss. Von allen Seiten. Ich verpiss mich schon mal irgendwo hinten. Ich verpiss mich schon mal. Wollt eigentlich jemanden vögeln, der hier irgendwie vielleicht. Die sind alle mit bei mir. Ja, arrangieren. Glaube ich. Ich würde jetzt viel lieber mal wissen, wie ich diesem Krieg beitreten kann. Wo findet der überhaupt statt? Rechts unten siehst du das, dieses komische goldene Symbol bei Kriegen. Rechts unten hast du mal die Übersicht deiner Kriege. Die ganze Zeit irgendwelche Einblendungen, immer wenn ich nach dem Krieg gucken möchte. Pausieren wir doch mal kurz. Okay, du wählst jetzt mal die Eigenschaft ehrlich, weil ich keine Lust habe, es zu lesen. Ehrlich ist, glaube ich, auch ganz okay. Du darfst dann halt nur nicht auf Intrigant spielen. So. Rechts unten neben den Filtern hast du deine Kriege stehen. Ja. Und da ist so ein goldenes Symbol dabei. Das ist der ausgerufene Kreuzzug. Ja. Und da steht, wenn du draufklickst, auch, dass der in 7 Monaten beginnt und gegen wen der geht, gegen welche Religion. Mhm. Und du kannst auf die Religion klicken, dann kommst du in die Religionsübersicht und dann siehst du, ne, wir sind katholisch und es geht gegen Asatruisch. Und wo kämpfe ich jetzt? Der Krieg beginnt erst in 7 Monaten. Wenn der beginnt, hebst du deine Armee aus und kämpfst einfach da dort mit rein, wo die asatruische Religion ist und wo unsere Armeen dann rumlaufen. Und dann bekämpfst du die Leute, die asatruisch sind, einfach. Uff die Nuss. Dann reden wir nochmal. Aber hä, wenn ich über den Verteidiger hover, dann bin ich ja bei Stade, Bremen und Minden. Nee, du musst über. Da ist in der Mitte, sind die Religionen. Es geht um die Religionen in dem Fall beim Religionskrieg und nicht um die einzelnen Städte. Naja. Es geht nicht um den Staat, es geht um die Religion. Ja, aber du hast doch Glaubensoberhaupt? Papst Urbanus, der Zweite. Ja, das ist aber vollkommen irrelevant, dass der das Glaubensoberhaupt ist und welchen Ansprüche der an Titeln hat. Das ist ein Religionskrieg. Es geht Religion gegen Religion und jeder, der einer der beiden Religionen angehört, wird mehr oder weniger da reingezogen. Ja, dann werde ich ja bald überrannt werden. Ja, aber alle deine Leute helfen dir ja. Es geht bei den Verteidigern auch um den Besitzer, alle anderen können teilnehmen, müssen aber nicht. Ja, okay, du musst nicht in den Krieg eintreten, das stimmt. Du wirst aber dann von deinen Religionsleuten verachtet, glaube ich, wenn du nicht teilnimmst. Also du verlierst Meinung. Du kriegst keine Belohnung und verlierst Meinung. Mein Anteil ist aktuell 4 Gold von der Kriegskasse. Und 100 Prestige. Aber hier steht beim... Achso, das sind die Verteidiger. Ja, ihr seid die Verteidiger, genau. Wir greifen an, wir sind die Aggressoren. So, Lumi, bist du erstmal bereit? Felix? Beim Kreuzzug um Königreich von Ostfrankreich hast du Verteidiger und die Angreifer. Und die Verteidiger ist zum Beispiel Graf Suni von Frankfurt, Tempelgote von Mainz, von Klingenberg. Achso, ja, die Liste hab ich mir gar nicht angeguckt, ja. Ja. Das ist bei euch da unten ausgetragen, ne, bei uns. Pass mal auf. Das kann durchaus sein, wenn du auf Religion gehst. Ist die Religion ja teilweise hier schon mit drin. Also die breitet sich gerade nach Südwesten aus, das siehst du an den gestrichelten Teilen vom Katholischen. Ja. Kann sein, dass es hier anfängt, aber es geht halt darum, dass wir gewinnen, das wird eine Weile dauern.
So, ich mach dann weiter, oder? Lumi, bist du bereit? Felix, bist du bereit? Mhm. Ich hab das Gefühl, Lumi ist gemutet. Jetzt? Ja. Ja, ich bin bereit. Okay. Bisschen blöd ist, dass ich halt keinen Begünstigten hab. Ja, ist ja so. Ich habe keinen Begünstigten. Aber warum kommt hier alle Armeen auflösen? Eine Armee werden aufgelöst. Hä? Ich bräuchte irgendwie noch was, wo ich suchen kann nach einfach nicht vergebenen jungen Frauen. Das wäre hilfreich. Kannst du das nicht, wenn du die Ehepartner-Arrangieren-Geschichte machst? Dann siehst du doch welche. Miau. Nee, nicht so einfach. Heirat arrangieren. Höchstalter 35. Genie war das höchste, ne? Fruchtbarkeit, fruchtbar. Oh. Lol. Wie alt bist du? 25, mein Sohn ist 11. Erwachsen alle. Erwachsen. Alle. Kann ich hier nicht das Geschlecht einstellen? Ja, geht nicht. Runtergehauen, Kira. Kannst du dort machen, wo du nach Personen suchen kannst? Schau mal unten unter den drei Punkten in den Einstellungen nach. Was machst du für Eigenschaften? Da? Charakter finden. Ah. So, und ich hätte gern diplomatische Reichweite innerhalb. Herrscher, erwachsen, Geschlecht, weiblich. Ab 16 können die Kinder machen, ne? Ab 16, ja, bis 46 und bei Frauen. Die Frau nicht mehr? 46. Du bist übrigens gerade sehr weit weg von deinem Mikro. Nee, ich bin direkt dran. Ja, das bist du ja besser. Gerade eben war es. Ah, ich war vor dem Mikro. Ich habe mich vorgelehnt. Deshalb. So, und aber hier kann ich keine vererbbaren Eigenschaften durchfiltern. Ach, dammit. So, heiraten wir dich schon mal. Ach, dammit. Fup, oh, wo ist das Reich? Reichversagen, Beziehung. Heiratsstadt, Umfang, Kerkerstadt, das Druckmittel, Religion, Kultur, Dynastie. Summe aller Werte könnte relativ hilfreich sein. Das ist aber nur so halb hilfreich. Alter konnte ich aber auf jeden Fall sortieren. Gierig, religiöser, eiferer, nachsichtig. Was bin ich? Sadistisch, zufrieden, sprunghaft. Mit wem verträgt denn sadistisch nicht? Nicht lüstern. Zufrieden, zornig. Führung. Ja, ich brauche mal eine Affäre für mehr Kinder. Probier das jetzt. Selbst wenn es keine gefährliche Fraktion hat. Ich muss mal meinen Kredit noch irgendwie zahlen. Bauernpöbel, ein Mitglied von Antwerpen. Beitrag 4,5%. Ultimatum in 8 Monaten. Wieso kriegt denn. Ich hab doch eine Kontrolle über Antwerpen. Wieso kriegen die denn dort hier Ultimatumspunkte da? Das ist doch blöd. Hör mal auf, den Krieg zu erklären, mein Lebensherr. Wie wär's? Wenn wir jetzt nicht Krieg führen. Kurz mal, bist du König Lothar ihr? Ist das dein Lebensherr? Ja, genau. Genau. Dann bist du auf der anderen Lebensherr-Seite wie ich. Kann sein. Aber ich muss ihm ja nicht beitreten. Und du auch nicht. Theoretisch. Aber die hatte ich auch nicht vor. Aber aktuell sieht es aus, dass deiner verliert. Deiner verliert aktuell, weil der hat über 2000 Truppen Nachteil, wenn sie es nicht komplett kacke machen. Na toll, dann verliere ich schon wieder alles, ne? Nee, die machen einen Krieg um Königreich von Westfranken. Der übernimmt einfach nur, der wird dann ein neuer Lehnsherr. Letztes Mal bin ich ja dann rausgeflogen. Weil du nichts mehr hattest. Aber du, es geht nicht gegen dich, sondern gegen deinen Lehnsherr. So, und jetzt ist übrigens der Krieg begonnen. So, wo sehe ich jetzt, wer was wie kämpft? Du kannst unten Kreuz, hier auf Kreuz zu klicken, dann siehst du es, wer was wie kämpft. Oh Gott, das ist laut.
Oh mein, das ist viel zu laut. Oh Gott. Stücke, das ist in Ordnung, das interessiert mich jetzt aber gerade nicht. Ich will jetzt gucken, was. Wo ist denn meine Armee, unsere Armee hier? Wo sammeln die sich denn? Ich blick hier gar nicht durch. Es gibt halt hier Krieg in allen Richtungen. Da sind wie alle möglichen Kriegssachen, die aber alle nicht irgendwie die Symbole haben von den Dingern. Was für Symbole von den Dingern? Die Karten, also diese Flaggen. Passen da doch überhaupt nicht zusammen. Wieso? Du hast unten den Kreuzzug und da, wenn du da draufklickst, siehst du, wer wie kämpft. Alles, was rot ist, kämpft. Und was blau ist, kämpft auch. Blau gegen rot ist das immer. Bin ich blau oder rot? Du bist immer blau. Rot ist immer dein Gegner. Moment, wo bin ich jetzt? Blau ist immer der Gegner. Und jetzt kannst du das auch plündern und sowas. Und ja, belagern. Indem du eine Armee auf ein gegnerisches Ding ziehst und dort belagerst und dann, wenn du vorher drauflegst, siehst du, wie viel du kriegst, wie viel Gold dort gelagert wird. Du musst jetzt erstmal eine Armee ausheben. Ja. Oh, 17 Gold wäre natürlich schnieke. Alle Armeen ausheben, ja? Genau, und dann musst du ins gegnerische Gebiet laufen, um zu kämpfen. Und wo ist das? Das, was rot blinkt. Wie gesagt, oder du klickst auf den Krieg, dann siehst du es farblich hervorgehoben. Und es ist nicht... Moment. Kämpft immer wir blau gegen... gar nichts rot. Ach, da oben bei doch, euch die dann. Umkreise blinken rot. Aber es ist nicht immer blau gegen rot. Blau ist, glaube ich, hellblau ist das, worum es geht. Dunkelblau sind die Fraktionen auf der einen Seite und rot auf der anderen Seite. Das heißt, ich renne jetzt in hellblaues Gebiet. Das ist das, worum es geht, ja. Aber du musst halt aufpassen, dass du davon nicht geknüppelt wirst. Also du musst ein bisschen darauf achten, wo die gegnerischen Armeen herkommen und so, dass du da nicht unterlegen kämpfst, wenn die in deine Richtung laufen. Es ist halt jetzt ein bisschen komplexer. Und vor allem auch, welche Qualität deine Armee hat und sowas ist ziemlich wichtig. Ich verklopp gerade meine. Oh, die sind ganz schön viele. Bitte was? Mein Sohn erhält gerade die Eigenschaft einbeinig? Ja, der wurde wohl verwundet beim Training. Oder sowas, muss man die Geschichte dazu lesen. Aber das, glaube ich, das bremst dir nicht allzu sehr aus, außer du machst halt Krieg. Imponetten, was? Verpatzte Krankheitsbehandlung, na super. Passiert. Oh nee, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Oh. Muss zurück. Ah. Muss ich hier durchlaufen, weil jetzt, ich habe einen Bauernaufstand auch noch gekriegt. Moment, jetzt ist er tot? Ja, ist gut. Mein Sohn ist gestorben, super. Du hast da noch 5. Ich habe hauptsächlich Töchter und ich bin irgendwie in einem Krieg, den ich nicht verstehe. Ich habe hier ganz andere Probleme. Okay, ich habe wohl nicht geschafft, sie zu verführen. Ich habe auch andere Probleme, aber das Gute ist, dass der Bauernaufstand nichts einnehmen kann, weil es nur 60 Leute sind. Zumindest das hat geholfen. Was versuchen die hier? Also ich kann dir leider nicht so viel... Moment, wo bist du? Moment, bist ich du... Ich hab ein neues Land. Bist du Gräfin Kunigundis von Isudun? Nein. Klick doch mal auf Spieler, dann findest du mich. Und ich glaube, Zürich ist das nächste, wo hier gekämpft wird. Ja, da bist du. Aber ich sehe nicht ganz, wer da auf meiner Seite ist und wer auf der Gegnerseite. Blaue Armeen sind immer auf deiner Seite. Die werden mir nicht farblich markiert. Da stehen die einfach Zahlen haben einen Untergrund. Die Zahlen haben einen Untergrund. Der ist blau oder rot?
Genau. Ah, da. Okay, aber dann sind in Zürich gar keine Gegner. Ist alles blau. Oder nehmen wir gerade Zürich ein und Zürich selbst ist rot. Belagerungsfortschritt 175, okay. Wir nehmen Zürich oder in Zürich wird auf jeden Fall gekämpft. Da ist auf jeden Fall reingehen. Wir haben dort 4000, ich habe zumindest 4000 Leute, 1600, 500, 1900, das sind alles unsere. Das sind aber alles blaue. Das sind alles unsere, ist korrekt. Dort kannst du es einfach belagern und dich mit den Leuten dort zusammentun, damit wir halt zusammen an der gleichen Stelle kämpfen. Bei dir links unterhalb von deinem Bereich ist zum Beispiel, das sind 2800 Feindliche. Vierte Armee von Paris. Aber das ist, glaube ich, der andere Krieg. Das ist der andere Krieg um Frankreich. Die sind dann auch deine Verbündeten, Entschuldigung. Gibt jetzt zwei Kriege, in denen wir sind. Mal auf der gleichen Seite, mal nicht. Das ist auch übrigens eine coole Option. Also ich laufe jetzt erstmal nach Zürich. Ja, ich laufe auch in die Richtung. Und dann werden wir dort wahrscheinlich Sachen belagern. So wie das aussieht, bis ich da bin, ist es schon fertig belagert. Aber dann kann ich ja nichts sagen, ich habe mitgemacht. Nee, du kannst doch, die Baronie von Zürich wird zum Beispiel gar nicht belagert aktuell. Und die Stadt von Schwyz auch nicht. Hm. Und Tempel von Basel kannst du natürlich noch plündern. Da gibt es noch 6 Gold zu erwerben da. Wie plündere ich? Einfach rechtsklick drauf. Auf was jetzt? Auf den Tempel zum Beispiel, das ist direkt da, wo du reinläufst. Tempel von Basel, ganz links in dem Bereich von Zürich. Ich habe jetzt halt Rechtsklick drauf gemacht. Dann müsste eigentlich dann eine Fortschrittsanzeige kommen, wenn das geht. Nee. Wenn da keine Fortschrittsanzeige kommt, geht es nicht. Passiert nichts. Hast du wirklich auf das Gebäude rechtsklickt? Ja. Dann keine Ahnung. Probier es mal bei der Baronie oder so. 33 sind von mir. Ja, ich bin auf dem Weg. Du hast aber eine ziemlich hohe Güte in deiner Armee, krass. Ach, weil du 9 Ritter hast auf 300 Leute, das ist natürlich ziemlich hoch. Meine sind hier nur die Bauernopfer da. Geht's bei mir? Bei mir geht's auch nicht. Dann kann man den nicht, dann kann man den in einem Kreuzzug anscheinend nicht belagern, I guess. Also nicht plündern, meine ich. Oh, da kommen 6000 Leute von oben. Nee. Ich will da nicht hin. Ich will da nicht hin. Lasst mich zurück, meine Freunde. Und du eigentlich? Ich sehe dich gar nicht. Ich laufe gerade direkt neben den 333 rum, rechts davon. Bist du die 1100? Ja, die 1100 sind meine, genau. Okay, ich gehe jetzt in die Belagerung damit rein. So. Kommt schon meine 2300. Kommt ihr als Freunde dazu? Yo, yo. Yo, no. Maybe. Selbstmordversuch unternehmen. Was? Verstehe nicht ganz, welche Richtung wir hier laufen. Ich muss irgendwie mal ein bisschen aufpassen, dass wir... Ja, du kannst dich theoretisch versuchen, früh zu töten, wenn zum Beispiel du einen guten Erben hast und du nicht willst, dass der älter wird, während du mit dem nichts tun kannst. Moment, jetzt verdiene ich kein Geld mehr, weil ich die Armeen ausgehoben habe. Das ist korrekt. Armeen ausheben kostet Geld. Aktiv. Oh, wow. Also, nimm dir einfach Einnahmen weg. Toll, das heißt, ich bin jetzt bei null. Ja. Und plündern kann ich auch nicht, während ich hier kämpfe. Richtig. Sieht so aus. Du kannst halt bei den Belagerungen mitmachen. Du machst immer das Richtige, Lumi. Mhm. Irgendwie schon. Einfach der großen Armee folgen bei den Belagerungen mitmachen. Ja, da bin ich ja schon bei. Damit du nicht einzeln abgefischt wirst. Die machen aber nichts. Die stehen jetzt nur daneben. Die belagern. Der eine, der sich so aufs Schild haut da unten, der belagert. Wenn du da mal links draufklickst, siehst du auch den Fortschritt. 2 Monate verbleibend. Ja, aber bin ich da jetzt aktiv dabei? Ich weiß nicht, wo du deine hingeschoben hast. Rechts neben du musst aufs gleiche Feld musst es schieben. Sonst geht's nicht. Rechts auf die Belagerung geklickt. Nee, du hast rechts neben die Belagerung geklickt. Eigentlich nicht, eigentlich direkt drauf. Du bist so ein Knäuel hier. Belagernd. Was meine? Aber die rennen jetzt alle weg irgendwie. Das ist nicht so cool. Wo kämpft ihr denn? Wo kann ich noch nicht? Da oben in Zürich. Du bist auf der Gegenseite, du darfst gar nicht kommen. Du siehst uns wahrscheinlich auch nicht. Wobei du könntest durch die Armeen deiner Verbündeten sehen, was hier passiert.
Lumi, wirst du jetzt helfen gehen oder was? Nicht helfen. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Nicht helfen, wenn die hart im Unterzahl sind. Das sind 8000 Mann-Armee. Wir haben hier einfach keine Leute. Ich finde meine Leute nicht mehr. Ah. Da. Jetzt Armee an diesem Ort. Okay, Armee an diesem Ort. Das heißt, ihr müsst jetzt hier mit belagern. 2000 Leute belagern ja noch. Da brauchen ja nicht alle mit belagern. Ich versuche gerade eher hier die größere Armee zu bilden, die belagern. Oder steht belagern, also sollte ich da jetzt mit belagern, ja. Drei Leute gestorben, also irgendwas machen sie. Ja, jetzt haben wir es eingenommen. Guck mal. Die Frage ist nur, was jetzt weiter passiert. So ein bisschen. Die Armeen an dem Ort. Das ist schon mal gut. Die Armeen an dem Ort, ey. Ich laufe jetzt einfach mit den anderen mit. Ich hab schon 107 Goldanteil bei dem Krieg. Das ist ganz nett. Wo siehst du das, was dein Anteil ist? Ich hab unten auf das goldene Symbol wieder geklickt und steht unten drin euer Anteil. Steht in Klammern links unten bei der Kriegskasse, was du kriegst, wenn wir es gewinnen. Rang 16, Punkte 32. Ich bin Rang 2. Anteil an der Kriegskasse 12%. Und an der Kriegskasse 0%, okay. Wie gesagt, links unten wurde über. Was in Klammern steht bei der Kriegskasse, kriegst du. Ja, ich hab ja 0%. Ja, weil es könnte auch 0,1% sein, es wird einfach nur gerundet. Hm. Aber auch nur eine sehr kleine Armee im Gegensatz zu dir. Das stimmt. Meine Tochter wurde gefangen genommen, na toll. Okay, jetzt bin ich wieder zu spät losgelaufen. Nee, ich bin wirklich bei 0,0% und ich krieg auch noch gar nichts. Ich krieg weder Gold noch Prestige noch Frömmigkeit. Na, dann musst du bei der Belagerung mehr mitmachen oder so, sonst bezahlst du nur drauf. Ich würde ja gern, wenn ich raffen würde, wie es funktioniert. So, da ist noch eine Belagerung. Ich hab gerade 140 Gold bekommen, weil ich Ratsmitglied bin, das finde ich gut. Ich hab meinen König verarscht. Der hat mir 140 Gold dafür bezahlt. Wo laufen wir denn alle hier hin? Irgendwie fehlt mir so ein bisschen ein Ziel. Ich belage einfach mal wieder mit. 5 Monate Belagerung, auf geht's. Okay, ich glaube, jetzt belagere ich wirklich. Nicht genügend Truppen. Moment. Du darfst nicht allein belagern. Du musst eine Mindestanzahl an Truppen haben für eine Belagerung. Sonst kannst du das nicht. Jetzt sind die Gegner tot. Und jetzt stehen die hier so vor den Toren und sind belagert. Jetzt. Von Hitland angegriffen. Ach toll, da hat der, den ich jetzt gerade angegriffen habe, hat es schnell zum Vasallen machen lassen. Also ich belagere gerade in, was ist denn das? Speyer. Ah, jetzt kriege ich 1% an der Kriegskasse. Jetzt habe ich mich wohl scheinbar irgendwie. Hast du dich beteiligt? Ja, ich belagere hier. Jetzt wirklich nur einen ganzen Prozenten, das ist ja bitter. Ich habe gerade eine Insel angegriffen, ne? Kaum bin ich fertig. Lumi hat mir. Entschuldigung. Kommt irgendein anderer großer Häuptling und schnappt sich das Ding unter meinen Nägeln weg. Lumi hat mir 1% geklaut, ich krieg nur noch 11%. Lumi, das sind meine Prozente. Nimm die von anderen. Musste halt mehr arbeiten. Nimm die von anderen, meine Prozente. Weißt du gerade, ob ich sie dir geklaut habe oder jemand anders? Ja, du hast gerade 1% gekriegt, neben ist meins um 1% gesunken, also. Gibt's da eine Gesamtübersicht? Nee, du siehst aber den Anteil an der Kriegskasse 11% und es ist jetzt bei mir 11 und was 12. Ich, ne? Das ist so unfair, ne? Ich habe jemanden einen Krieg erklärt, bin hoch, habe die Insel eingenommen, dann lässt der sich als Vasall von einem Größeren nehmen, jetzt greift mich der Größere an. So ist das in der Politik, Felix. So ist ja, aber bei den letzten Tagen, dann haut der dort noch, wird auf immer zum Vasall, wo ich mir denke, ja nee, ist klar. So ist das, ja. Hat sich noch schnell hochgeschlafen. Ach, dammit. Ah, das mit meiner Ehegattin ist echt ein Problem. Achso, und ich muss jetzt mal gucken mit meinem neuen Erben, ne? Weil, natürlich jetzt ein bisschen scheiße, so. Wieso? Achso, wenn du jetzt im Krieg einen Erben kriegst, das ist nicht gut, das ist korrekt. Ist tendenziell nie gut. Habe ich jetzt ein Kriegsoutfit an oder so? Warum sehe ich das so komisch aus? Ja, du hast eine Rüstung wahrscheinlich an. Ach nee, mein Erbe lebt noch. Das war mein anderer Sohn. Ja, dann ist ja alles gut. 10%? Ich habe mit belagert. Oh, ich habe 20 Gold gekriegt. Wo habe ich die jetzt hergekriegt? Von der Belagerung wahrscheinlich aufgeteilt. Ist jetzt schon fertig? Ja, wir haben gerade da in Speyer gerade eingenommen.
Oh Gott, ich will nicht in eine 10.000 Mann Armee reinlaufen. Aber wir haben auch eine 10.000 Mann Armee, sehe ich gerade. Nevermind. Nicht gesagt. Moment, darf ich jetzt wieder zurück? Soll ich mich verarschen? Wir haben es wieder zurück eingenommen, oder? Unten? Ja, unten, das nehme ich gerade zurück an, aber ich weiß nicht, 14.000, die laufen irgendwie hin und her, komisch. Aber wir haben 14.000 Mann Armee. Das müsste doch jetzt mal klappen. Insgesamt haben wir 21.000 gegen 10.000. Das muss doch irgendwie machbar sein. Das wird den Kreuzzug gewinnen. Ich laufe mit der großen Armee, die gerade durch, was ist denn das? Schwaben durchläuft. Da laufe ich einfach mit. Feinde treten aus Krieg aus. Das höre ich doch gerne. Das höre ich doch gerne. Können wir jetzt mal dann die Armee platt machen, die da rumsteht von denen? Langsam mal wieder kämpfen, sonst verliere ich wieder Prozente. Ja, du kannst natürlich auch auf eigene Faust hier Sachen einnehmen, aber dann ist die wahrscheinlich hoch, Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich irgendwo mal eine größere Armee abfischt. Ja, deswegen habe ich ja eben gerade so viel Prozente gekriegt, weil ich alleine was eingenommen habe. Ach so. Mhm. Dann musst du halt gucken, wo sich das anbietet. Ja, jetzt kommt aber hier zum großen Knall. Oh, ja. In Zürich, da ballern jetzt irgendwie 15.000 Mann von beiden Seiten aufeinander. Ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich rein will. Wieso? Wir haben 16.000 Mann. Das wird schon werden. Das gewinnen wir. Wir haben einfach eine Übermacht in Zahlen. Yeah. Wir sind schon bei 80% Sieg hier. Wir sterben alle. Meine Armee ist tot. Das ist nicht gut. Oh, Moment. Wo haben sie denn unsere Leute? Da wurdest du irgendwie einzeln erwischt, glaube ich. Du warst... Die haben mich innerhalb von 3 Sekunden weggemacht. Ja, es kann sein, dass deine Armee, weil sie kleiner ist, schneller bewegt als wir. Das ist so ein bisschen das Problem daran. Kann ich nicht mehr mitmachen, weil ich keine Armeen mehr habe. Du kannst warten, bis deine Armee erholt hat, theoretisch. Hm. Ansonsten kannst du jetzt nicht mehr mitmachen. Das ist so unfair. Wieso? Ne, ich habe das Land vorher fingiert auf meinen Anspruch, bin zu einer anderen Insel noch hin und wollte die noch einnehmen. Und jetzt hat er hier die andere Stadt wiederbekommen, die ich fingiert hatte. Ja, fingieren heißt ja nicht, das heißt nur, dass du einen Anspruch hast. Das heißt nicht, dass du da irgendwas umsetzt. Schon im Häuptlingstum Dresden. Genau. Kriege ich meine Gefangenen genommen dann irgendwie wieder zurück irgendwann? Ja, wenn du kannst Lösegeld anbieten, glaube ich. Nehme ich die Baronie von Zürich ein. Ah, oder wir nehmen sie einfach alle zusammen ein. Auch eine Option. Was? Oh, ich habe einen Gefangenen. Kann euch Gold Lösegeld anbieten? Ja, kannst du auch Lösegeld fordern für, wenn der ein bisschen was wert ist. Wenn ich für einen Gefallen mache. Für einen Gefallen kannst du die Gefallen kannst du einsetzen, damit er zum Beispiel irgendwie seine Tochter mal hergibt zum Verheiraten oder so ein Kram. Für solche Sachen. Kannst du das Lösegeld nicht erhöhen? Ich kann nur bei 50 bleiben. Nee, du kannst es nicht erhöhen. Du kannst nur sagen, Lösegeld fordern und dann den Vorschlag nehmen oder sein lassen. Kannst Gefangene auch foltern, wenn du Langeweile hast. Die Armeen, wie viele unter 500 Mann Armeen hier einfach dabei sind. Moment, schickst du mir jetzt eine Armee mit 1? Nee, Geldern bist du nicht, ne? Ich hab keine mehr. Ich schwöre, dass eure Schuld bei mir hiernach beglichen ist. Ich hab keinen Ratsmarschall mehr. Ah, ist mein Bespiel nach Besuch, ist ein anderes Herzog Bernhard, ja. Dann muss einen neuen besetzen. Was brauchen wir für den Ratsmarschall? Achso, Kriegsführung, ja. Ich hab lieber einen Herzog in der Tasche als meinen Ratsmarschall, der mir eh gut gesonnen ist. Ein Quatsch. Gib mir das Gold wieder. Dass jetzt auch mitten im Krieg mein Bischof gewechselt hat, ist echt blöd. Der auch noch rachsüchtig ist, der Idiot. Rachsüchtig und stur, na toll. Toller Bischof. Toller Bischof.
Kreuzzug war siegreich. St. Georg ist mit uns. Ah, da jetzt. Titel sind wir an Begünstigte vergeben. Golden Frömmigkeit werden Teilnehmer aufgeteilt. Wurden Teilnehmer aufgeteilt. Ich habe 70 erhalten, 319 Frömmigkeit, 1300 Ruhm. 130 Ruhm, 238, 1828, glaube auch nur 50 Gold, das hat weht. Und hat 40 wohl rausgeschieden. 160 Tote beim Gegner, 0 bei mir. Toll, jetzt ist Dresden noch als Schmugglerin bekannt, weil mein Rat. Wollen wir was zu trinken holen? Kanzler, ja. Da ist Scheiße gebaut. Obwohl der eigentlich eine gute Stadt hat, also eine gute Statistik dafür. Gold habe ich erstmal gerade genug. Also kriege ich dadurch auch noch Gold. So, damit bin ich relativ prestigeträchtig sogar. Und Frömmigkeit ist ganz okay. Gut. Ablisse erbitten. Warte mal, da sind jetzt Häuflinge freigelassen. Das heißt, ich habe die jetzt wieder? Es kann sein, dass Höflinge freigelassen wurden, ja. Ach, jetzt ist noch mal ein Arzt weg, oh Gott. Wer ist denn hier halbwegs gebildet? Du bist gebildet. Du wirst als Hofarzt eingesetzt. Wieso verdiene ich jetzt immer noch weniger als vorher? Du musst deine Armeen wieder auflösen. Ich hab doch, die waren alle tot. Ich kann sie nicht auflösen. Sicher, dass nicht noch irgendwo jemand rumstehen hast? Ich kann geh einfach nochmal ins Militär rein, guck, ob der wirklich. Ja, ich kann nicht klicken, Armeen auflösen. Aha. Dann, keine Ahnung, musst du mal draufgehen auf deinen. Was steht denn da? Warte mal. Ach, jetzt wird nicht wieder 1-1, hä? Ich verstehe das Spiel. Das hat einfach einen Moment gedauert, vielleicht zum Aktualisieren. Das kann sein. Einfach ein Momentchen gebraucht. Ich lasse einfach jemanden, der einen Bauernaufstand angezettelt hat, in meinem Kerker versauern. Der kann mich mal. Der hat einen Aufstand angezettelt, dafür gibt's jetzt. Ich weiß nicht so richtig, was wir mit dem ganzen Prestige machen können. Ich mag berittene Bogenschützen, jetzt sind es 340 zu 12. Ja, Xan benutzt also die fiesen Tricks. Berittene Bogenschützen habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Genau, ich habe nur mit Honor Guard, die brauche ich mal. Ausheben. Prestige macht? So, oder? Ich habe 1700 Prestige, aber wofür brauche ich jetzt? Das ist so die Menge, wo man dann das nicht mehr braucht, so wirklich. Ich habe 508 Frömmigkeit. Ich habe 900 Frömmigkeit, weil ich ja, ne? Dingens teilgenommen und so. Ich habe halt 1300 Prestige gekriegt durch die Teilnahme am Kreuzzug. Ist dann schon ein bisschen was. Also nicht so richtig, ob es was in dem Religionsding hat, sich nichts geändert, oder? Ach doch, das Asatruisch ist ein bisschen zurückgegangen. Sind die eigentlich? Die heilige Stätte von Köln ist einfach in einem asatruischen Gebiet. Na, herzlichen Dank. Na, herzlichen Dank. So. Charakter finden. Innerhalb. Erwachsen, weiblich, unverheiratet. Sachsen hat noch keinen. Wer ist ein Guthuhn von Lothringen? Hinterlistig, mitfühlend, zornig. What? What happened here? Gesundheit gut. Gesundheit in Ordnung. Bastard. Hinterlistig und zornig.
Auf Führung 0%. Arrogant und zufrieden. Mag zufrieden nicht. Und die Meinung von ihr über uns. Liebesdinge, 0%, ey. Feige mag sadistisch nicht, minus 90 ist ganz schön fies. Ich kann meine eigene Ehefrau nicht führen ins Bett. Wenn, du kannst Lumi nicht verführen. Also verführen 30%, aber einfach nur mit ihr schlafen in der Ehe, 0. Zur Affäre machen 30%, mit ihr schlafen in der Ehe, 0. Ach, Mountain Blade 2 spielst du. Okay. Ist natürlich ein bisschen was anderes dann. Verbessern. Ich glaube, wenn ich was verbessern will, sollte ich das hier machen. Oh, jetzt habe ich ein... Wow. Stimmt, ich hatte die Königspfalz, deswegen war das relativ... Gigi. Ich brauche mal 250 Gold, darauf spare ich jetzt erstmal. Was? Ganz Freudenhaus besuchen, Anspannung zu verlieren. Ja, du bist also lüstern oder so ein Kram. Ich, ja. Ja. Sonst kannst du das nämlich nicht, das Freudenhaus besuchen, um dich abzuspannen. Ist schon nice. Ist relativ günstig. Kriegerorden gründen, fehlt Gold und Frömmigkeit. Gerade gegen deinen Dings, ne? Was ist mit? Gegen deinen Lehnsherrn um mich rum tobt da ziemlich der Krieg. Ja, aber wenn du nicht teilnimmst, machen sie dich nicht weg. Und wie gesagt, der will einfach nur das Königreich haben. Du bist dann halt einfach ein Verleib nach Lothringen. Willkommen in der Familie, Lumi. Na dann. Moment, warum ist denn mein Arzt jetzt schon wieder... Hä? Ich hab doch vorhin gerade einen Hofarzt ernannt. Was ist denn da passiert? Wo siehst du denn, ob du einen hast? Wenn du auf Hof klickst, rechts auf die blauen Leute, da ist oben. Ah, okay, da ist meiner wohl auch schon weg. Dann muss ich wohl auch mal einen neuen suchen. Einen Hofarzt sollte man aber, glaube ich, haben. Toll, ich habe keine Ausgaben. Ich hatte auch einen, aber jetzt habe ich ihn irgendwie nicht mehr. Ich habe keine Ausgaben, nehme aber auch keine Steuern mehr ein. Top. Aber du musst doch irgendwie Steuern haben von deinem Land. Sollte ja, aber. Ansonsten musst du mal umskillen im Lebenswandel auf die Einnahmen. So stimmt, ich habe den anderen ja ins Gefängnis gestopft, nachdem er meinen Sohn gekillt hat. Moment, er hat einen Sohn? Okay, wenn du nämlich auch kein Arzt sein. Der hat durch einen Ärztefehler das Bein von meinem Sohn verloren und danach ist mein Sohn gestorben, hallo? Stimmt, Felix, du brauchst gar nicht so viel Gold, du bist doch der Stammesdingens, du brauchst Prestige und bezahlst damit fast alles. Auch die Ausbauten für Gebäude und so zum großen Teil. Und Armeen und so ein Kram. Nee. Ich momentan mehr als genug, ich wünschte, ich wäre du. Also Xan hat gerade schon geschrieben, du kriegst in der Regierungsform wenig Gold, außer du plünderst deine irgendwie Leute. Ich brauche für Palisaden zum Beispiel 71 Gold und 190 Prestige. Ja, und ich bräuchte für das gleiche Ding 150 Gold. Geht's? Ja, aber wie gesagt, ich habe ja gerade null Einnahmen wirklich. Du musst eine Armee ausheben, was du mit Prestige machst und irgendwie jemanden plündern gehen. Doof nur, dass halt alle um mich drumherum Verbündete haben und wenn ich die nur ausraube, werde ich schon wieder platt gemacht. Plündern ist kein Krieg. Ja, Ben, das ist ja ganz okay, aber trotzdem werde ich da immer wieder angegriffen. Du musst halt jemanden suchen, der schon einen Krieg hat und den dann einfach hinten ein bisschen hinten überfallen, dass er sich nicht um dich kümmert in dem Moment. Oder Übersee, Xan schreibt gerade schon Übersee, irgendwie England oder sowas. Oder halt Dänemark oder so ein Kram oder irgendwas. Kannst die ja alle überfallen. Wobei, kleiner Hinweis, ne, das kostet Gold, ein Schiff zu bauen. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Kira, du hast doch gerade was bekommen. Es gibt jetzt nichts mehr. Weg hier. Also der Bugo mal. War noch nicht, aber habe ich jetzt so schön mitgekämpft in seinem Krieg, ja? Der Papst nimmt dann nicht wahr dafür, dass man da mitkämpft. Das ist ja sein Anrecht, dass du mitkämpfen musst. Du hast doch gerade was bekommen. Hör auf rumzuzicken. Miau. Der hat gerade Leckerlis bekommen und jetzt will sie noch mal was. Gibt jetzt nicht. Die will immer was haben, Mensch. Arnold, das ist eine Katze, die lebt aus Reflexen und da ist Fressen und Schlafen, das sind die beiden Hauptreflexe. Xan hat dir geraten, du sollst England überfallen, Felix. Da gibt's aber jede Menge kleiner
kleine Leute, die du überfallen könntest. So, du, durch die Heirat kriege ich jetzt nichts, keine Geschenke. Was? Heirat? Kriegst du? Nee, kriegst du keine Geschenke, kriegst du ein Verbündnis. Mein Lehnsherr hat den Krieg gewonnen. Ja, intellektueller geworden. So, Lumi, willkommen in Westfrankreich. Moment. Jetzt sind wir Lothringen ist Frankreich geworden, soll das nicht andersrum sein? Okay, Lumi, du bist weiterhin unter Westfrankreich, aber ich bin jetzt Teil davon. Ja, muss ich beim nächsten Lehnsherrn bleiben. Das ist so echt dumm, denn mit dem anderen habe ich geheiratet, Mann. Was ist mit meiner Tochter, die den heiratet? Die ist bei dem Alten, oder du musst das Ehegelübde brechen. Foto hat der mir noch angezeigt. Ich glaube, Felix weiß nicht, wie man plündern sollte. Doch, Felix weiß, wie man plündert. Wir haben schon mal ja, einen Spielstand gehabt, wo Felix und ich plündern durch die Gegend gezogen sind. Hm. Also Felix weiß, wie man plündert. Ich bin ja gerade unterwegs nach England. Theoretisch. Musst halt nur ein bisschen aufpassen, dass sie deine Armee nicht abgreifen. Was macht? Wie alt bist du? Also am besten 2-3 überfallen und dann zurück. Hm. Oder halt einfach auch nur einen überfallen für 15 Gold zurück und wieder los. Wie gesagt, am einfachsten geht's mit jemandem. Der bereits irgendwie im Krieg ist oder anders weiter beschäftigt ist oder einfach keine Armee hat. Jawohl, ich habe eine Affäre. Auf geht's. Sag mal so, mit 40 kann man sich schon mal eine Affäre zulegen. Auf der Karte anzeigen lassen, wo unverheiratete Singles sind? Ja, du kannst unten auf die, rechts unten sind noch die drei Punkte. Da kannst du auf Charakter finden machen und da kannst du zum Beispiel diplomatische Reichweite innerhalb einstellen und dann erwachsen, Geschlecht und unverheiratet. Mein Lehnsherr ist tot! Ich werde euch niemals vergessen. Weil immer so ein scheiß Fenster oben drauf kommt, habe ich nie gesehen, dass ich wieder ange... Ja, Lumi, jetzt sind wir übrigens nicht mehr Westfrankreich, jetzt sind wir Friesland. Wow. Aber dann kriege ich es nicht auf der Karte angezeigt. Weil das musst du mal genug rauszoomen. Achso, nee, du musst der Karte musst du draufklicken, wo die sind. Das ist richtig toll. Also durch dieses scheiß große Fenster, was gerade oben drüber kam, wurde ich einfach mal angegriffen und ja. Der Gummi, ja. Alle tot. Ich kann meiner Tochter natürlich einen neuen Vormund zuweisen. Kann ich dir da nicht helfen? Hm. Kind unterrichten. Ist sie die eigentlich schon? Reizend und zufrieden. Unterrichte ich sie selber. Ich könnte meinen Ehepartner für sie finden. Nach Bündnis macht vielleicht. Oh, beide. Mit dir will ich eigentlich kein Bündnis haben. Die aber auch nicht. Super umständlich, wenn du dann nach Bündnis guckst, dann bei jedem mal zu gucken, wo der überhaupt hockt. Ja, ja, hast du recht. Problem habe ich auch. Hm. Aber ist doch so. Schlacht gewonnen, 15 Tote, 600 Toten, musste nur mal neu laden, habe mich zweimal zurückgezogen. Okay. So, da haben wir jetzt einen neuen Verbündeten. So, dann natürlich. Euch auf, Bündnis zu ehren und mich mehr sie von. Oh, gut. Dann erobern wir halt mal. Das ist ja eh schon so 71% geworden. Ich muss jetzt irgendwie nicht mehr beitreten. Das ist ein Krieg, der nicht gerufen wurde, wo es 5000 zu 600 Truppen steht. Dass ich mich 1200 abziehe von mir, das ist ja. Das ist doch durch. Ich brauche noch die 250 Gold, damit. Ach Gott, von dir werden mir Kinder vorgeschlagen, Felix. Dann heirate die doch. Heirate doch Felix Kinder. Du bist wunderschön als Eigenschaft bei deinen Söhnen, ey. Ja, klar. Das ist schon ziemlich nice.
Ich bin nicht gut in Topografie, weil Leute wie Felix ihr Land auch Sachsen nennen und einfach irgendwo im Norden sind. Und dann es nicht mehr halten. Das Sachsen wurde schon eingenommen. Inzwischen ist es Dresden, was Felix ist, ja. Sachsen wurde eingenommen vom Gegner. Dresden ist mein. Also Mainz heißt Zebra, also beschweren wir uns mal nicht hier, ja. Jetzt weiß ich, was du mit den Armeen meinst. Ich hab jetzt erstmal hier... So, du hast jetzt einen Heiratsvorschlag, gell? Hm? Von irgendeiner hinterletzten Tochter von mir an deinen Sohn. Oder was das ist. Was, wie, wo? Ich hab dir einen Heiratsvorschlag geschickt. Ich hab noch nicht bekommen. Dauert vielleicht ein bisschen erst hinlaufen, ist ja ewig weit weg. Ah, hier, nee, läuft gerade ab. Warte mal, ich muss mal auf Pause drücken. Ratseinladung. Jawohl, ich bin wieder im Rat meines Lehnsherrn. Sehr schön. Dadurch kriege ich mehr Prestige und mehr Meinung. Jawohl. Und Lebenswandelerfahrung sogar. Reus. Was bringst denn du mit? Was? Was bringt denn dein Dingens da mit? Wenn ihr verheiratet seid, habt ihr ein Bündnis, eure beiden. Dann könnt ihr euch gegenseitig im Krieg unterstützen. Vor allen Dingen, sie heiratet meinen Opel. Lumi, du magst also Opels. Haben wir das auch mal festgehalten? Der ist wunderschön, was soll ich sagen? Der wunderschöne Opel, das ist ja Widerspruch in sich hier. Oh Felix, warum musst du immer Autonamen nehmen? Ich kann das nächste Mal Fabia oder Skoda. Ja, und weitergeklickt. Ah, was ist er denn hier? Bescheiden, gefühllos, keusch, sehr soldatenaggressiver Angreifer. Als Weib, ne? Ja, aber die Sachen vererbst du nicht. Du vererbst höchstens die Charaktereigenschaften und dann geht's eher darum, wie du das Kind ausbildest bei den anderen Sachen. Naja, meins wird ja vererbt. Wenn die extra als vererbt markiert sind, ja. Aber sowas also wie... Ich gebe ehrlich zu, sie ist keine gute Partie. Sowas wie zäher Soldat wird aber nicht vererbt, soweit ich weiß. Er nimmt trotzdem an hier, unser Verlöbnis. Ja. Sehr schön. Eure Tochter Helvis und mein Sohn Opel verloben sich. Selbst hat keinen Namen gegeben, das heißt immer noch Häuptlingtore, Kjotan von Dresden. Ja. Du kannst dich selber nicht umbenennen. Ich bin auch noch Graf Ehrenfried von Zebra. Du kannst dich selber nicht umbenennen. Von Zebra. Du kannst nur deine Kinder benennen, wenn sie geboren werden. Oh, jedes Mal kriegt mein Dresden hier scheiß Teil hier. Ich habe schon unzureichende Verwaltung, ineffiziente Volkszählung. Schmuggler. Vielleicht solltest du mal irgendwie für Kontrolle in deinem Dresden sorgen. Freie Ackerflächen. Oder deinen Rat durchgehen. Da scheint jemand in dem Rat eine richtig schlechte Bewertung zu haben in der Qualität seiner Ausführung. Ja, Ben. Der andere ist aber schon weggestorben. Ich hab nichts Besseres. Dann nimm einen neuen. Ich hab nichts Besseres. Keine Ahnung. Festmeter veranstalten. Ich krieg die ganze Zeit irgendwelche Glaubensabzüge, weil der so schlecht gebildet ist. Ja, du kannst ihn aber nicht absetzen. Deal with it. Ich habe auch nur... Du kannst versuchen, den umzubringen mit Mod-Complot, aber das ist alles. Ich wollte ihn jetzt nicht gleich töten, weil er dumm ist. Das finde ich irgendwie... Ich habe auch einen Bischof. Meiner war vorher bei 15, ist er bei 5. Ich finde das auch nicht okay. Mod 46%. Reicht ein Mod-Complot gegen den? Unterstützen. Trottel bleibt Trottel, ja. Ist halt leider so. 65% Komplott schmieden, hier. 400 Stunden, ey, das schaffst du. Backseat Gaming. Boah, ich bin da echt schlecht drin. Einladen. Kann überzeugt werden. Bestechung. So. Da hab ich wieder nichts mehr zu tun, irgendwie. Ist nicht zu lange. 81%. Ich bring mal meinen Bischof um. Nein, das ist verrückt. Ich bringe mal meinen Bischof. Mein 62. Turniersieg. Glückwunsch, Xan. Glückwunsch. Ich versuche jetzt meinen Bischof umzubringen. Ach, ich kann nicht mit Gold neue Kriegsvolkregimente erschaffen, oder was? Ja, du kannst da auch. So, es gibt. Die Aufgebote sind sozusagen die Bauern, denen man Waffen in die Hand drückt. Denn Ritter sind speziell angeworbene Charaktere. Und dann gibt es da noch die sozusagen für Gold angeheuerten. Das sind professionelle Soldaten. Die kannst du, musst du aber auch unterhalten dann. Die kosten Geld, einfach nur weil sie passiv zur Verfügung stehen würden. I see. Und sie kosten Geld, um sie anzuschaffen. Die kosten Geld, um sie anzuschaffen. Sie kosten relativ wenig Geld am Anfang
um sie passiv zu haben, und es wird mehr Geld, wenn du sie aushebst. Was es kostet, meine ich. Also da musst du positiv sein, aber das geht, ja. Mit Geld kannst du große Armeen ausheben. Ich muss noch ein bisschen warten, um hier meine Armeen zusammenzuspannen. Nicht rechtmäßig. Ich habe echt keine Steuereinnahmen. Das ist über Vasallenschwelle? Heißt denn über Vasallenschwelle? Vasallenschwelle geht auch nicht. Ich direkte Vasallenrechte nicht haben. Kann Vasallen mit Baronierrang zählen? Nicht. Auch überschreiten oder ich denke. Moment, wo habe ich denn meine Vasallenschwelle? Das bin ich. Oh, Amadeus. Was habe ich denn jetzt noch? Die ist jetzt verlobt mit Felix. Sieht Felix sogar ein bisschen ähnlich. Hm, was? Felix, der ist tot. Der ist ein Typ. Typen verheiraten sich nicht so gut, ne? Naja, da würde ich eher eine gute Frau dazu nehmen, als eine, die guten Stand hat. Eine, die möglichst gute erbliche Eigenschaften hat. Aber wenn er nicht der Erbschuss... Achso, dann nicht. Dann scheiß drauf. Dann kannst du es wie eine Frau behandeln. Aber du musst, ne, als Backup hast du den dann. Wenn dein Haupterbe stirbt aus irgendeinem Grund, ist der dann der Zweite. Opel wird erwachsen. Mein Wie sieht es denn jetzt hier mit dem Vasallen aus? Denn der Lehnsherr. Der hat doch auch ein Haupterbe. Das ist eine Prinzessin. Wieso? Titel aberkennt darf ich nicht? Kann ich der Prinzessin meinen zweiten Sohn? Ich brauche die begrenzte Lehns... Nee. Das ist ja wieder. Okay. Bitte. Heiraten wollen, okay. Es kann nicht sein, dass man Töchtern gar keinen Heiratswunsch entsenden kann. Irgendwie. Moment, ich muss mal kurz was lesen. Oder jemand muss im Chat beantworten. König Giselbertson hat jedenfalls nichts Gescheites, was ich heiraten könnte. Moment, ist das schon wieder ein neuer Lehnsherr? Achso, das habt ihr vorhin gesagt, ja. Jetzt sind wir hier Ostfriesen. Ja, genau. So, was war jetzt deine Frage? Jetzt kann ich dir antworten. Ich guck gerade, also der Lehnsherr von uns hat auch ein Haupterbe, die Prinzessin, aber ich kann dir ja nicht mal meinen Sohn anbieten. Du weißt, der ist sowas von nicht passend, aber... Ja, also es hängt doch viel vom Rang ab. Ich habe gerade schon geschrieben, wenn du zu niedrigrangig bist, dann will niemand deine Töchter, wenn es nicht unbedingt die Haupterbin ist. Also, wenn der Rangunterschied zu groß ist, dann gibt es einfach Abzüge auf, wie wahrscheinlich ist es, dass er das annimmt. Und dann wird es irgendwann gar nicht mehr angezeigt. Genau. Ich glaube, irgendwann. Wobei, ich glaube, alles in deiner diplomatischen Reichweite wird angezeigt, aber das ist... Ich glaube, bei den Vorschlägen wird nur meine Tochter geklickt und hab verheiraten und dann wird mir von mir nichts vorgeschlagen. Ja, genau, dann wird es nichts vorgeschlagen. Ich glaube, bei diesen hier Ehepartner finden Sachen wird immer nur vorgeschlagen, wo die Wahrscheinlichkeit ist, dass es annimmt oder wo es überhaupt möglich ist, dass es annimmt. So rum. Ansonsten musst du erstmal denjenigen irgendwie, der die Entscheidung trifft, das Familienoberhaupt irgendwie bestechen, bezirzen, was auch immer. Wenn dich mit mehr Leuten gut verstehst, dann hast du mehr Optionen dort. Hätte ich einen Krieg erklären? Ihr könnt Krieg erklären. Einem Bischof? Ich kann einem Bischof von Lüttich einen Krieg erklären. Fürstbischof Ririt. Rückgratlos Rohling. Gesunder Körper, Gelehrter. Da sehe ich mich doch. Krieg erklären. Alle Armeen ausheben. Auf geht's. Krieg! Ich vermute, du mir hast jetzt zweimal gehört. Hier geblieben. Armee. Jawohl. Eingeholt. Erste Belagerung mit Holz. Nein! Meine Tochter ist gestorben. Brunhilde. Oh nein. Oh no. Haupterbe der falschen Dynastie. Euer Haupterbe gehört nicht zu eurer Dynastie, ja. GG. So viel dazu. K.
Kann ich dies hier Verlöbnis brechen? Verlöbnis gebrochen. Hä? Wo seid ihr denn jetzt hier? Da. Dahin, bitte, danke. Ehepartner finden. Ich verstehe, ja. Ja. Eigenschaft vererblich. Was ist sie? Arrogant, zufrieden, reizend. Arrogant, rachsüchtig, tapfer. Zufrieden und gierig mag sie mit Sicherheit wieder nicht. Und das ist jetzt hier. Moment, bei mir kommt auf eine Sache. Ja, mach das. Aber wie ist das denn, wenn ich jetzt die Tochter heirate? So. Und die Stimme der maritimen Heirat zu. Wow. Was? Und dann stirbt die Tochter. Werde ich dann nicht auch irgendwie da mit rein oder bin ich dann völlig weg? Also über die Tochter könnte ja unglücklicherweise direkt nach der Hochzeit ins Leben kommen. Wer weiß. Moment, was ist denn mit matrilinearer Heirat? Wenn die Frau die Erbfolge bestimmt. Ja. Aber dann gibt es wahrscheinlich eine Schwester oder so, an die es zuerst verheiratet wird, oder? Okay, matrilinear willst du sowieso nicht, will er auch nicht verheiraten, okay. Na gut. Ich mach mal eine matrilineare Heirat hier. Damit ich mal was hinkriege, damit ich einen weiteren meine Dynastie aufrechterhalten kann. Wurde sogar angenommen, sehr gut. Oh, kriegst du mal wieder. Die können gar nichts. Ja, die sind noch nicht gemacht. Xan, allein die Vorstellung. Bogenschützen auf Pferden gegen stabile Mauer. Offensichtlicherweise nicht dafür gedacht, zu belagern. Wie lange braucht ihr? 5 Monate, ja gut, meinetwegen. Das ist mir egal. Mag mich der Ratsmann schon jetzt endlich mal? Ich habe ein Festmahl geschmissen. Nee, er mag mich immer noch nicht. Festungssturm. Mauer, große Bresche. Ja, komm. Oh, ich darf ihn nicht stürmen. Ich darf die Festung nicht stürmen. Keine Ahnung. Ich setze hier erstmal einen Erzbischof ab. Ach, jetzt kann ich meinen eigenen Sohn auch in den Rat stopfen, ne? Yep. Den Fürstbischof Ririt von Lüdich mit dem... Ne. Den finde ich ja nicht okay. Der wird hier erstmal abgesenzt. Übrigens, Felix, ich finde es auch vollkommen okay, wenn du sagst, das ist dir ein zu dummer Spielstand, du kommst nicht mehr voran, dass du auch dir noch was Neues suchst, hat Lumi auch gemacht. No, okay. Ich versuch's erstmal weiter. Krieg, Forderung erzwingen. Tada! Auflösen. Kontrolle. Hey, Kontrolle bitte. Abschaffen Lüdich. Haupterbe der falschen Dynastie? Moment. Du bist mein Haupterbe? Moment, was? Du bist doch mein Haupterbe. Clemencia. Clemencia Linien. Hallo, Sono. Was? Clemencia Linien? Das erinnert mich jetzt schon wieder an. Clemencia von Linien. Das erinnert mich trotzdem an Schwanz. Ah, kommt alle an meinen Hof. 18. Na, leider ist es. Du hast schon einen ganz hohen Wert, aber ich habe einen besseren. Und der ist auch ein mächtiger Vasall. Natürlich bitter. Und du bist, glaube ich, immer noch ein komplett unfähiges Etwas. Ja. Wem kann ich noch einen. Ich kann mit einem Herzog von Holland Krieg erklären. Das will ich aber nicht. Ich will nicht gegen 2000 Mann kämpfen. Dankeschön. Wahrscheinlichkeit, Gemeindekorruption zu beseitigen. 4. Ratsmitglied plus 4. Gemeindekontrolle plus 0. Na dann, jetzt haben wir schon mal 5 Grafschaften unter uns. Belagerung gewonnen, Ritter beträchtlich verbessert. Wo war Lumi? Das ist nicht, dass ich Lumi irgendwann mal über den Haufen fahre. Nee, du warst das hier, ne? Grafschaften Tonnerreus, oder? Nee, bist du nicht, wa? Jupp.
Doch, bist du. Soll ich es doch mal umbenennen, damit ihr mich besser findet? Das wäre einfacher, dann muss ich nicht immer hin und her wechseln. Wo mache ich das noch gleich? Nee, so, das Spiel ist nicht rundenbasiert. Das Spiel ist komplett Echtzeit. Auf deinen Herrscher klicken, dann auf dein links auf dein Wappen klicken und dann kannst du es umbenennen. Links oben dann. Es ist nicht rundenbasiert, das ist Echtzeit. Hier unten rechts läuft die Zeit. Hier steht aber immer noch, das Land steht, heißt immer noch gleich. Bei mir hat es aber funktioniert. Bei mir steht Zebra da. Meine Tochter ist jetzt eine. Was machen? Meine Gurken. Warte mal kurz, Felix. Du hast auf deinen Herrscher geklickt, links auf deinen Wappen und dann links oben umbenannt. Wenn du deinen Herrscher umbenennst, änderst du dein Geschlecht quasi um, also dein Namen deines Geschlechts, aber nicht deine Stadt. Nee, du sollst ganz links auf deinen Herrscher klicken und ganz links auf die. Und da änderst du den Namen von deinem Geschlecht. Aber nein! Du hast ganz rechts geklickt. Das ist das Haus. Den Hausnamen hast du geändert. Das ist der Name des Geschlechts. Ich hab auf den Herrscher geklickt. Ja, auf den Herrscher klicken und dann ganz links unter deinen Werten. Da auf die Flagge klicken. Jetzt habe ich wieder irgendeine Meldung. So passiert. Und die nächste Meldung, was? Nee, nicht pausieren, bitte nicht. Soll ich ja erstmal durchgehen? Nein, aber dann dauert es wieder ewig, bis ich Gold kriege. Kannst du auch lesen, während das weitergeht. Du hast 30 Tage Zeit, um auf Sachen zu reagieren. Ja, das kriege ich schon. Wem gehört Österreich? Ich glaube, Österreich ist unter bayerischer Kontrolle, so. Sehe ich ja jetzt erst. Oder schwäbischer, eins von beiden. Wo ist denn Österreich? Hier ist Ulm zum Beispiel. Rotenburg, weiß nicht, was da von Österreich ist. Ne, Moment mal, Österreich müsste doch hier irgendwo bei den Gebirgen sein, wa? Graz, ja, das ist Bayern. So. Bayerische Kontrolle. Das Einzige, was wirklich dort ist, wo es ist, ist das Byzantische Kaiserreich. Ja, das wurde aber von Anfang an dahingesetzt. Friesland ist schon. Ich hab's über einen anderen Weg geändert. Afrika ist weit oben. Afrika ist dort, wo Tunesien eigentlich ist. Gibt Afrika als Land? Dort, wo Tunesien ist. Stimmt! Sultanat von Afrika. Wieso ist das Byzantinische Kaiserreich eigentlich schon in Italien angekommen? Die geht ja komplett durch die Decke. Die müssen mal irgendwie auseinanderfallen. Gibt es Königreich Afrika? Nee, das ist in dem Fall das Sultanat Afrika. Nicht das Königreich. Bei uns ist es komplett Flickenschusterei. Stadt in Sizilien ist auch Italien. Also. Die Malerei ist sonst wo. Oh, das dauert ja ewig. Grafschaft von Lüttich geht einfach null voran. Hier, was ist denn das? Hä? Wieso? Kann ich die Grafschaft von Lüttich nicht unter meine Kontrolle bringen? Grundwert, Kriegsführung, Kontrollzuwachs durch andere Grafschaftsmodifikatoren minus 0,94. Das geht überhaupt null voran. Wieso das denn? Lohnt sich ja nicht, dass ich da versuche. Vergeben an. Kann ich das an meinen Arztkanzler, Ritter, Gast, Arztmarschall, Höfling? An meinen Bischof kann ich nicht vergeben. Wie sehe ich denn die Grafschaftsmodifikatoren? Heute muss ich euch mal erinnern. Denkt dran, 22 Uhr ist es besser. Ich bin nämlich müde. Jo, okay. Ich weiß nicht, wo ich die Grafschaftsmodifikatoren sehe. Unsere in der Verwaltung. Kontrollzuwachs minus 1. Gemeindekorruption. Der Herrscher dieser Grafschaft kann keine angemessene Verwaltung mehr für sie finanzieren. Kriege ich das weg, indem ich das vergebe an jemanden? Ich kriege davon eh fast nichts aktuell. Dadurch, dass das so eine schlechte Kontrolle hat. Wenn ich es an meinen Ritter vergebe zum Beispiel. Ah, bis 895, in 2 Jahren ist das erst weg. Natürlich blöd. Ihr könnt euer. Oh, ich kann mein Glauben so überhaupt ein Gold bitten. Dann verliert er halt Meinung und ich krieg aber 100 Gold. Na gut. Ich könnte Krieg erklären gegen den. Nee, das will ich nicht. Nicht gegen den. Und gegen Kleve kann ich Kriege erklären. Das sehe ich mir eher.
695. Er hat keine guten Verbündeten. Und selber auch keine Truppen. Und zwar ein Kind. Großzügig, fleißig. Das bringt mir fleißig nochmal. Wo sehe ich die Verbündeten? Wenn du auf meine Tochter. Wenn du auf den Durchschnitt klickst, siehst du. Tochter. Suchst du unter den Werten, da wo deine Hausflagge ist, die ist ja links. Auf der rechten Seite davon hast du Diplomatie und drunter hast du Flaggen. Und wenn du da drüber hoverst, siehst du verbündet mit oder angreifend oder verteidigend. Gefunden? Nee. Klick auf das Tor. Ich bin jetzt gerade bei einem anderen Typen. Ist ja egal wo. Und dann öffnet sich ja das Teil, wo es den anzeigt und seine alte anzeigt. Jo. Dann steht unten drunter der Name, das Alter, ein Herzchen und daneben hast du eine Heraldik. Rechts daneben. Ja? Also ein Wappen. Ich hab dann nur das große Wappen da, das Haus, ja. So, und unten drunter hast du die Frömmigkeit und unten drunter die militärische Stärke. Also links Frömmigkeit und unten drunter militärische Stärke. Und unten drunter hast du die Diplomatie. Wenn da welche ist. Wenn da nichts steht, hat er im Prinzip ja, dann hat er keine Verbündeten. Vielleicht soll ich da mal einen Anspruch gegen ihn finden. Der hat nämlich nichts. Nix hat er. Dann hat er nichts. Schuld. Wie war das? Da muss ich den Dings hinschicken, den Bischof, ne? Jupp, der Bischof muss Ansprüche fingieren. Denkt dran, dass es wieder Geld kostet, ne? Ja. Kostet alles Geld. Alles. Ich führe auch nochmal eine Runde Krieg. Den letzten Krieg des Abends. Oder besser, wir speichern wahrscheinlich jetzt, oder Felix? Speichern mal. Pause drücken, die letzten Angelegenheiten. Mach. Ich bin fertig. Bei mir gibt's ja nichts zu tun. Sollen wir zusammen jemanden hosten dann? Wieso? Ich wollte noch weitermachen. Ach so? Ich wollte nur nicht Crusader Kings weiterspielen. Ach so? Na dann hoste ich dich. Kannst du gerne machen, aber ich bin dann erstmal auf Toilette. Ja, ist ja wurscht. Also ich habe pausiert, ne Felix? Und wenn dann fertig bist, speicherst du. Dann kann ich schon mal hier auf mein Gesicht gehen. Dann klaut mir meine Nachtzeit hier.